Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Livestream auf Linux Guides. Ja, ich bin nicht alleine. Hallo Hauke. Hallo Jean, Grüße aus dem verschneiten Norden in den wahrscheinlich auch verschneiten Süden, oder? Ne, so südlich bin ich dann auch wieder nicht gerade. Also so ein bisschen Puder liegt drauf, aber nicht viel, ne? Also ich muss sagen, ihr im Norden habt da um einiges mehr gerade, ne? Bin ich fast Schneetau. neidisch. Fast neidisch. Ja. Wir werden Vorne. uns heute. Ja, was meinst du? Also Vor- und Nachteil zugleich. Ne? Dekorativ ist es ja, aber wenn man denn aus dem Haus muss, ist es doch irgendwie scheiße. Aber ist so. Du sagst es, du sagst es. Ja, schön, dass ihr heute da seid oder euch auch vielleicht die Livestream-Aufzeichnung dann anschaut. Wir beschäftigen uns heute mit Django und Docker in Anführungszeichen. Also wir schreiben eine relativ kleine Web-App und deployen die dann auf Docker, um euch so ein bisschen so einen Einstieg da reinzugeben. Ich selber verwende das sehr, sehr häufig, sehr, sehr gern, auch aktuell in der Entwicklung des Linux-Arbeitsplatzes. Und da möchte ich euch einfach mal mitnehmen. Aber bevor es losgeht, hast du noch eine ganz kurze Ankündigung, Hauke, richtig? Ja, also das ist quasi der Werbeblock zum Anfang, denn diesen Samstag am 2. Dezember, da haben wir ja schon hier Advent und sowas, darum gibt es den Krypto-Advent. Das ist bei uns in Kiel so eine fast schon traditionsreiche Veranstaltung, die wir alle Jahre wieder machen und so, wo es denn zum Thema Sicherheit, Kryptographie, Datenschutzprobleme des Jahres und sonst irgendwas geht. Und das findet dieses Jahr auch wiederum statt, eben am 2. Dezember bei uns live hier in Kiel im Kiez. Wird nicht übertragen, ist nicht online. Ihr müsst wirklich vor Ort sein. Und der Vorteil beim Vorortsein ist, man kann auch Dinge zusammen trinken. Also es werden durchaus heiße Getränke gereicht, die der Jahreszeit entsprechend sind. Und dazu gibt es auch etwas Weihnachtsgebäck. Und wenn euch das thematisch interessiert, kommt gerne vorbei, aber passt natürlich auf bei dem Wetter hier, Glatteis und so weiter. Ne? Also seid ein bisschen vorsichtig, aber kommt gerne vorbei. Das wär's. Ne? Um 15 Uhr geht's los im Kieler Innovations- und Technologiezentrum, da wo auch unsere Kieler Open Source und Linux Tage stattfinden. Ja, und dann machen wir uns einen netten Nachmittag mit Informationsgehalt. Moment, noch eine kleine Zusatzbemerkung dazu. Also du wirst live dazugeschaltet, aber eben bloß vor Ort, genauso wie Micha Saint of Sinner, der wird auch dazugeschaltet. Also wir machen Genau. quasi eine Videokonferenz vor Ort mit euch beiden und alle Teilnehmer, die denn vor Ort sind, die reden dann untereinander und dann, ja, aber es wird Genau. halt nicht Na, gestreamt, ne? ansonsten, genau. Ansonsten, weil ich war eben gemutet. Ich mache das zum ersten Mal heute wieder, ne? Es ist die Sache. Ja. Nee, das Ganze wird nicht online irgendwo übertragen. Dafür müsst ihr offline rund um Kiel sein. No? Genau. Wunderbar. Ich würde sagen, wir legen direkt los und mit Django. Ich habe mir relativ viel vorgenommen, als ich mir nochmal den Titel angeschaut habe. Und zwar, genau, vielleicht ein, zwei Sachen, ein, zwei Worte vorweg. Was ist das denn überhaupt? Was kann man denn damit machen? Am Ende ist Django ein Framework, womit man relativ einfach eine Web-App bauen kann. Ein Webservice beispielsweise, den man im Browser aufrufen kann. Und dann kann man so ziemlich alles mitmachen. Na, ich mache das hauptsächlich mit ganz normalen HTML, vielleicht noch einem schönen Thema dahinter, dass es ein bisschen mit CSS ganz ansprechender aussieht. Ansonsten programmiere ich quasi reines Python dahinter. Das werden wir heute auch machen. Und dann am Ende werde ich diese App als Docker, ich sag mal, bauen und so, dass man das dann ganz einfach mit dem Docker Compose Up am Ende, ich sag mal, aufsetzen kann. So, das ist das Ziel. Und ich habe das tatsächlich schon mal gemacht. Das ist, ich mache das tatsächlich nicht zum ersten Mal heute, aber ich mache es auch nicht so regelmäßig. Also vielleicht einmal im halben Jahr beschäftige ich mich dann wirklich mit solchen Sachen. Ich schaue mal schnell, dass wir zu dem Genre kommen. Da habe ich euch auch noch mal zwei. Ach schön, das ist zwar auch nicht das, was ich will, aber ich glaube, so komme ich auf meinen Account. Hier haben wir ihn. Hoffentlich. Na komm. Nee, will er nicht. Dann müssen wir hier selber Hand anlegen. Genre 28.5.18.
Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Gehen wir mal hier rein. Da habe ich jetzt verschiedene Repositories. Einmal das Event Management System. Ich weiß nicht, habe ich einen Screenshot davon? Ja, hier habe ich Screenshots. Das ist am Ende das im Management-System hinter den Tux-Tagen und da habe ich ein eigenes System gebaut, womit die Tux-Tage dann vortragstechnisch verwaltet werden, wo Vorträge eingetragen werden können, aber dann halt auch ich eben dann weiter verarbeiten kann. Genau, mit einer Login-Funktion natürlich, mit verschiedenen Edit-Feldern und mittlerweile gibt es da tatsächlich auch einen sehr, sehr coolen Stundenplan. Das ist der alte Stundenplan oder die alte Timetable. Mittlerweile ist das ein bisschen, ich sag mal, zeitlicher, akkurater gestaltet, wobei da die Übersichtlichkeit auch wieder so ein bisschen dann verloren geht. Da weiß man auch immer nie so richtig, in welche Richtung man geht. Aber das ist ein Projekt, was ich gemacht habe mit dem Django und das ist sogar auch eingedockert. Also das ist so ziemlich genau die, ich sag mal, die Vorlage, die wir da verwenden. Und da ist auch eine ganz große Anleitung, wie man das denn selber hier entwickelt, wie man das selber in ein Docker packt und so weiter. Dass man da so ganz, ganz grob Bescheid weiß. Die andere Sache ist einmal, dass die Linux Arbeitsplatzzentrale, so habe ich sie aktuell als Arbeitstitel genannt. Hier habe ich, glaube ich, noch keinen richtig schönen Screenshot. Ihr könnt euch aber von den Tux-Tagen, wenn wir hier mal auf die tuxtage.de gehen, wir gehen auf das Programm, dann kommen wir hier sogar auf den Programmplaner und hier habe ich einen Vortrag über den Linux-Arbeitsplatz gemacht. Hier können wir mal zur Aufzeichnung gehen und dann hier irgendwo hinten zeige ich das, glaube ich, auch nochmal. Na genau, na, das ist quasi auch am Ende Django, wo man sich dann erstmal anmeldet. Haben wir hier dann einmal und dann auf so ein Dashboard kommt und der ist dann eher dafür gedacht, so eine Domäne zu verwalten. Ne? Also die sind die beiden Projekte, die ich damit gemacht habe und die sind also gerade mache und mir gefällt der Tech-Stack insofern gut, dass relativ viel mitkommt, dass ich mich nicht so richtig stark über Sessions, Cookies oder so weiter kümmern muss. Ich muss mich auch nicht direkt um die Anmeldung kümmern. Also da gibt es sehr, sehr coole Funktionen von Django, die direkt mit drin sind. Die Datenbank an Bindung ist relativ einfach gehalten. Mag am Anfang etwas, ich sag mal, viel sein, was da hinzukommt. Von daher werden wir das heute relativ simpel halten. Aber ich muss sagen, ich habe es sehr lieben gelernt, weil man damit doch relativ zügig programmieren kann. Und ziemlich logisch noch für meine Verhältnisse. Genau. Und das Schöne ist, ich habe hier kein zusätzliches Frontend. Das ist ganz normales HTML, das von Django ausgespielt wird. Man könnte Django auch nur als API-Server verwenden und dann halt ein eigenes Frontend wie React oder Flutter oder Angular oder sowas bauen oder Vue.js und wie sie auch alle heißen. Dann sendet man nur API-Requests an den Linux-Arbeitsplatz. An Django. Das würde auch gehen. Wobei, ich glaube, die richtige Stärke von Django, die sieht man dann wirklich, wenn man dann wirklich auch relativ einfach sehr, sehr coole HTML-Webseiten dann bauen kann. Und das auf einem eigentlich ja, ganz brauchbaren Niveau, sage ich mal. Beispielsweise Instagram wurde früher mit Django gebaut und betrieben. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber genau, ne, war auch ganz, ganz großer Teil. Also in der Hinsicht, ich sag mal, die Skalierbarkeit ist gegeben. Genau, ich bin gerade auf der Suche nach einem Framework, mit dem ich eine Desktop-App schreiben kann. Ich freue mich, schreibt der Kanal, eine Desktop-App. Ja, also Django ist wirklich eher fürs Web geeignet, dass du die Sachen im Webbrowser öffnest und nicht so richtig als Desktop-App verwendest. Als Desktop-App, GTK, Qt gibt's oder Flutter, was ich selber sehr, sehr gerne verwende. Ich habe mich mit Flutter eingearbeitet, aber Flutter ist auch sehr, sehr schwer, muss man sagen, vor allen Dingen am Einstieg. Also, genau, aber da gibt es ja, ne? Da fragst du wahrscheinlich 5 Programmierer und kriegst 20 Meinungen, welches Framework du denn jetzt verwenden solltest. Da sind wir in der Linux-Welt genauso, oder also, die sind genauso schlimm wie wir in der Linux-Welt. Besonders bei hier irgendwie JavaScript-Frameworks, da kommt auch jede Woche mindestens ein neues. Ich glaube, das ist sogar nicht übertrieben. Genau, ich habe jetzt auch nochmal ein eigenes Repository für heute erstellt. Das packe ich euch dann auch in die Videobeschreibung. Da werden wir drin arbeiten. Und dann könnt ihr euch das am Ende auch nochmal anschauen vom Stream. Und dann auch nochmal ganz genau sehen, okay, gut, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Genau.
Jetzt wäre ich eigentlich erstmal durch. Hast du von weg eine Frage, Hauke? Ich weiß nicht, ob du die Frage jetzt schon beantwortet hast, hattest mit, was Django überhaupt ist, also vielleicht so eine kurze, knackige Definition. Ich weiß es ja und aus den Sachen, die du gesagt hast, kann ich es mir auch insofern noch zusammenpuzzeln, aber vielleicht nochmal kurz und knackig, was ist das? Am Ende ist Django ein Python-Framework, wenn ich so möchte, also ein Python-Modul, womit man relativ einfach Webseiten oder Web-Apps erstellen kann. Vor allen Dingen Web-Apps, nicht Webseiten, sondern Web-Apps, wo du Sachen abspeichern kannst, dich anmelden kannst, sowas in der Hinsicht. Ne? Wo auch relativ viel, ich sag mal, schon included ist. Und genau, ne? Ich merke, meine Kamera wird mal wieder ein bisschen unscharf. Ne? Man kennt es auf jeden Fall. So, Fokus, den mache ich jetzt selber. Jetzt bin ich wieder scharf. Hui. Jetzt wieder in HD. So, gut, okay. Ich würde sagen, lass uns einfach mal loslegen. Ich selber programmiere mit Visual Studio Code, witzigerweise. Und ich werde wahrscheinlich auch einen GitHub Copilot drin lassen. Lass mich mal in das Repository gehen. Django Docker Example, hier ist das. Machst du noch größer? Ich mache das nochmal größer hier. Genau, danke dir. Genau, ich habe jetzt einfach am Anfang nur also ganz leeres Repo hier erstellt. Hier ist noch nichts drin. Einmal die Lizenz und das sehr große README. Ja, sonst ist hier quasi nichts drin. Und ich habe, ja, ich glaube, ich habe eine Git-Ignore mit Python hinzugefügt. Ne? Hier ist sogar Django-Stuff drin, habe ich eben gesehen. Irgendwo habe ich eben Django gesehen. Sehr cool. Genau. Da werden wir, von dort aus werden wir anfangen. Also wir fangen wirklich von null an. Ich werde aber davon ausgehen, dass ihr wenigstens Grundlagen des Verständnisses der Python-Programmierung habt. Das heißt, ich werde jetzt nicht unbedingt reingehen, was ganz genau ist eine Funktion, wie definiert man ganz genau eine Funktion. Wir werden uns auch auf super simplen Python bewegen. Ihr müsst wirklich nicht viel können, aber ganz, ganz, ganz grundlegende Sachen wie beispielsweise ein HTML-Dokument oder Python generell erwarte ich schon. Ist nicht zu viel, also wirklich. Aber genau, wenn ihr absolute Anfänger noch nie etwas programmiert habt, dann könnte das relativ tough für euch heute werden. Aber vielleicht nicht unmöglich. Aber sehr, sehr, sehr tough. Also wenn ihr noch nie programmiert habt, dann werdet ihr wahrscheinlich. Dann macht erstmal einen Kurs in der Hinsicht. Also es gibt auch YouTube richtig coole Sachen, beispielsweise, wie man Python macht oder wie man Django macht. Also da gibt es auch verschiedene Sachen. Ich möchte mich am Anfang so ein bisschen als Einstieg darauf konzentrieren und dann gehen wir in die Docker-Schiene. Wie war denn das ein Docker? Ich glaube, das ist auch relativ spannend. So. Dann würde ich sagen, let's go. Ich habe jetzt hier einmal meinen Ordner und ich starte jetzt hier einmal meinen Visual Studio Code. Da haben wir ihn, aber ich sollte das Code hier, nein, Code. So starte ich das Code. Dann bin ich nämlich jetzt hier direkt in meinem Verzeichnis mit allen meinen verschiedenen Dateien. Ja, ganz am Anfang müssen wir erstmal schauen, dass wir Django installieren. Ich selber habe jetzt hier Python schon drauf auf dem Rechner und ich gehe mittlerweile sehr, sehr gerne über ein Python Virtual Environment, weil dann ist mir der Rest eigentlich ziemlich egal, sage ich mal. Und genau, von daher werde ich am Anfang ein Python Virtual Environment setzen. Das ist sowas wie eine ganz kleine Sandbox, sag ich mal, von Python, wo man dann verschiedene Python-Module dann selber installieren kann. Und ich glaube, das habe ich auf jeden Fall im Linux-Arbeitsplatz gemacht. In dem EMS, im Event-Management-System, habe ich es, glaube ich, noch nicht gemacht. Genau. Aber ich gehe jetzt hier in ein Virtual Environment. Das machen wir einmal hier. Genau, How to Develop. Also am Anfang braucht man ein paar Sachen, die wichtig sind, dass das alles läuft. Das Elder braucht er auf jeden Fall nicht. Ich glaube nur das und das Python Dev ist, glaube ich, relativ wichtig. Das heißt, was ich am Anfang eingebe, unser erster Befehl wird sein sudo apt install Python 3 Virtual Environment VENV und Python 3. Was war das andere? Ich habe ein Gehirn einer Meise. Minus dev einfach nur. Dass wir dann verschiedene Python-Pakete später selber bauen könnten. Ich glaube, das machen wir dann mit pip einmal, unserem Python-Paketmanager. Den könnt ihr tatsächlich auch mal installieren, wenn er noch nicht drauf ist. Also Python 3 pip müsste das heißen. Genau. Das heißt, der Befehl sieht am Ende so aus. Ich gebe mein ganz sicheres Passwort ein.
Und dann installiert er das. In meinem Fall hat er das schon, aber das wäre sozusagen jetzt der erste Befehl. Ich glaube, ich packe ihn mal freundlicherweise in die README rein. So, ich packe ihn jetzt erstmal, nein, nicht so, kopieren. Ich packe ihn jetzt erstmal so rein. Ja, komm, ich bin so frei und packe das direkt hier in Markdown. Gut, okay. Dann haben wir das soweit. Unsere, ich sag mal, Grundlagen sind getan. Und ich darf jetzt erstmal schauen, dass wir uns ein Virtual Environment besorgen. Und das mache ich jetzt, glaube ich, einfach mal mit dem Befehl hier. Das machen wir mit Python 3-m, also für Make Virtual Environment. Und dann nennen wir das .env. Das ist relativ unspannend. Mache ich jetzt mal. Und dann haben wir das. Und jetzt kann ich jetzt einmal mit ls-al kann ich mir sehen, dass er mir hier sowas generiert hat. So, wie gehen wir in so ein Virtual Environment rein? Das machen wir tatsächlich mit. Ich habe mittlerweile das alles richtig schön in Bash Scripts gepackt. Das ist aber natürlich nicht so schön, wenn wir uns dann nur ein paar Sachen rausholen wollen. Ich glaube, ich gehe hier einfach in Source rein. Ne, in Source, dieses Env bin activate. Das müssen wir eingeben. Das heißt, als nächstes, nachdem ich hier mir das Python Virtual Environment erstellt habe, gehe ich jetzt mit dem Befehl source.env bin activate rein. Das ist in diesem Ordner, ich sag mal, ein Bash, eine Bash-Komponente, die uns dann in so ein virtuelles Environment reinpackt. So, Python 3, Gehirn Eiermeise kann nicht gefunden werden. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Da hast du leider recht. Ja, sehr schön. Schnell dieses Paket bauen, damit es auch geht. Genau. So, ich glaube, ich bin wirklich mal so frei und packe euch das mal so ein bisschen in die README rein. Das sind am Anfang so Befehle, die ich sonst, also die wüsste ich nie auswendig. Aber genau, dass ihr die so ein bisschen ungefähr schon mal einschätzen könnt. Gut. So, jetzt sind wir in unserem Environment drin. Das sehen wir hier drin. Und dann können wir einfach mal eingeben: pip install Django. Machen wir einfach mal. Und ich hoffe, es funktioniert. Macht er. Und jetzt ist er in unserem Virtual Environment und hat hier sich das Django installiert. In meinem Fall hat er schon ganz viel abgecached, weil ich nutze es wahrscheinlich auch irgendwie schon woanders. Ich weiß gar nicht so genau, wie das ist mit dem VN funktioniert. Ich muss sagen, mir als Anwender ist das auch absolut egal, jetzt von dem VN. Genau. Perfekt. Also, dann sind wir da einmal durch. Python oder pip ist der Python Package Installer, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Und damit kann man halt eben verschiedene Python-Sachen installieren und in dem Fall hat er uns hier das Django runtergezogen in einer der aktuellsten Versionen. Und jetzt haben wir soweit erstmal alle Vorbereitungen getroffen, womit wir dann weiterarbeiten können. Und ich bin ganz fies, ich gehe immer über das Get Started und ja, Django installed müssten wir jetzt schon haben. Ich gehe nochmal durch, ob wir noch irgendwas anderes gemacht haben. Import Django 4.2, das werden wir schon drin haben, das ist mir jetzt egal. Dann würde ich sagen, geht's weiter hier einmal mit Write Your First Django App. So, nehmen wir jetzt einmal hier den Kollegen. Python-m Django Version kann man ja mal eingeben, ob da was rauskommt. Ist in dem Fall der Fall. Wir haben jetzt hier unsere 4.2.7. Das heißt, es ist okay. Dann createn wir ein Project. Das ist so die Sache. Django Admin macht das wohl anscheinend. Und das müssen wir ganz am Anfang einmal ausführen. Das heißt, ich sage Django Admin Start Project und jetzt nenne ich das ganz einfach mal. Example ist so blöd. Ich gebe dem einfach mal irgendeinen Namen. Fällt dir irgendein Freestyle-Name schnell ein, Hauke? Ich möchte nicht Example nennen. Das kommt drauf an, was du vorhast. Also du hast mich ja nicht wirklich eingeweiht. Also Demo-Projekt, irgendwie sowas. Ich weiß, oder? Demo-Checklist ist unsere Ah, Sache. okay. So, ich schau mal schnell, ob es hier Probleme mit der Benennung gibt. Manchmal, na, da muss man echt immer aufpassen. Ich glaube, ich mach's mal ohne. Ich glaube, ich mach's mal ohne. Bindestrich. Meinst Demo-Checklist. du, das ist Einfach ein hier rein. Problem? Ich weiß es nicht. Also ich bin mittlerweile sehr vorsichtig und ich versuche das so einfach wie möglich zu halten. Aber ich glaube, das Event-Management-System, das ist sogar mit Bindestrichen, meine ich. Wenn ich mir das mal anschaue.
Ich gehe noch mal hier auf das Event-Management-System. So, hier haben wir es. Das ist, glaube ich, wenn wir hier in Source reinschauen, Event-Unterstrich. Das habe ich mit Unterstrich erstellt. Wild. Egal. Ich bleibe jetzt hier einfach mal bei dem und starte den Kollegen. So, und jetzt müssten wir hier tatsächlich schon einmal unser Demo-Checklist drin haben. Das können wir uns ja auch mal in dem in unserem Code oder Manager anschauen, beziehungsweise Code Editor. Und hier haben wir jetzt schon unsere Grunddateien. Django ist in verschiedene Apps aufgeteilt, sage ich mal. Wir haben eine Haupt-App, die heißt genauso wie, ne, wie unser Projekt. Und dann können wir nochmal, ist es eigentlich dazu gedacht, nicht in dieser Haupt-App zu arbeiten, sondern immer eigene zusätzliche Module zu schreiben, was das dann tatsächlich nochmal ein bisschen trennt. Was ein gutes Modul ist, was kein gutes Modul ist, vom Umfang her, muss ich sagen, habe ich persönlich für mich auch noch nicht das perfekte, die perfekte Regel gefunden. So richtig, also ich versuche die immer so abschließend wie möglich zu schreiben, also so, dass sie in sich, ich sag mal, am abschließenden sind, dass sie nicht so richtig viel an anderen Abhängigkeiten brauchen, aber immer mal wieder ist es doch der Fall, beispielsweise hier beim Linux-Arbeitsplatz, wenn ich hier jetzt mal reingehe. Dann habe ich hier jetzt drei verschiedene Apps. Also LRC ist das Standardding. Die App heißt LRC, habe ich sie genannt. Da habe ich einmal IDM für das Identity Management. Da ist dann LDAP drin, die Benutzer- und Gruppenverwaltung. Dann einmal Unix. Das ist so die Systemverwaltung bis jetzt. Aber dann spalte ich sie auch schon mal ein bisschen auf. Einmal den Willkommensdings, ja, Willkommensbildschirm, sage ich mal, was dann auch nochmal den Linux-Arbeitsplatz einrichtet. Ne? Das ist eigentlich auch ganz viele Unix-Teile, aber ich habe mir gesagt, hey, das ist so speziell, das packe ich nochmal in ein eigenes Modul. Aber so richtig zu 100%, ja, bin ich mir da nicht so, bin ich mir da noch nicht so im Reinen. Beim Event-Management-System ist es genauso. Wenn ich jetzt hier mal reingehe, hier, ja, ich glaube, hier geht es sogar fast. Hier haben wir einmal E-Mails als Modul. Das ist das Hauptmodul Event Management System. Events einmal und dann einmal, ich glaube, das war es sogar schon. Events und E-Mails. Users habe ich noch ha, als eigenes Modul. Das ist auch sehr wild. Aber ja, versucht das so grob funktionell, ich sag mal, einzupassen. Für uns ist das jetzt eigentlich erstmal gar nicht so wild. Demo-Checklist hat unsere App und ich glaube, ich mache das sehr, sehr unkreativ. Wir können tatsächlich erstmal just for fun schauen, ob das jetzt überhaupt funktioniert. Ob wir jetzt überhaupt in unseren Python, ob das jetzt soweit erstmal läuft, bevor wir jetzt eine weitere App erstellen. Das ist jetzt unser Server sozusagen hier, beziehungsweise unsere Config. Wir haben unsere manage.py, die rufen wir dann später mal auf. Und hier einmal unsere Settings, die sind nochmal sehr, sehr spannend. Später, da werden wir immer mal wieder reinarbeiten. Die sind sehr, sehr wichtig. URLs sind später auch nochmal relativ wichtig. Und das WSGI habe ich, glaube ich, selten angefasst. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Und ASGI auch. Aber Settings und URLs, das ist spannend. Und mit manage.py, genau, managen wir tatsächlich unsere App. Wer hätte es gedacht? Ich gehe jetzt hier mal in die App rein, Demo-Checklist. Das Ganze besteht dann hier einmal aus Demo-Checklist und dem manage.py. Und was ich jetzt hier einmal eingebe, ist Python. Und dann brauchen wir manage.py run server. Wichtig, Python ist in dem Fall in diesem Punkt env. Eingetragen als Python 3 ist ein Äquivalent. Ansonsten, wenn ihr ohne Virtual Environments arbeitet, kann es manchmal auch Python 3 heißen. Ich muss sagen, ich selber war so genervt, dass es manchmal Python 3 ist, dass ich mir einen Symlink auch auf der untersten Ebene gesetzt habe auf User bin Python 3 ist auch User bin Python sozusagen. Aber ist egal. Mit Python 3 seid ihr in der Regel bei Linux unter der sicheren Adresse. Weil ich jetzt in meinem Virtual Environment bin, meine ich, geht auch auf jeden Fall nur dieses Python. Dann haben wir hier unsere manage.py, die rufen wir hier auf und da können wir verschiedene Sachen mit anstellen. Migrate, Make Migrations ist nochmal so eine ganz große Sache oder auch dann das Start-App heißt es, glaube ich. Aber ich mache jetzt hier erstmal Run-Server und genau, das läuft jetzt sogar. Wir haben jetzt hier sogar Unapplied Migrations. Das können wir sogar auch erstmal migrieren. Das ist sowas wie, wenn es ein Update gibt, dann gibt es neue Migrationen für die Datenbank und das kann man da eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen, dann hier einspielen mit manage.py und zwar einmal migrate. Machen wir hier einmal, applied ja alles auf die Datenbank,
Da ist eine lokale eigene Datenbank drin. Was für eine Art von Datenbank ist da drin? Das wird es wahrscheinlich am Anfang SQLite sein, also eine ganz normale Datei. Du kannst aber auch, da kommen wir dann auch in die Settings hin, das sehen wir auch in den Settings irgendwo, können wir auch unsere Datenbank umstellen. Na, also hier genau, Databases haben wir Default und das ist jetzt hier eine SQLite-Datenbank und die wird unser DB SQLite 3 eingespeichert. Sehen wir hier sogar auch schon in unserem Verzeichnis. Hat er jetzt sogar schon erstellt. Genau. Ansonsten könnte man hier auch eine MySQL-Datenbank oder Postgres wahrscheinlich auch eintragen. Das habe ich im Event-Management-System gemacht. Wenn ich hier mal in die Settings gehe, dann habe ich hier unter Databases. Nö, da habe ich sogar auch nur ein SQLite 3. Ich dachte, ich habe da mal eine andere Daten. Vielleicht für ein anderes Projekt. Ich glaube, ich habe noch ein anderes Projekt irgendwie gemacht, was eine eigene Datenbank nochmal verwendet. Ich weiß gar nicht was. Egal. So, dann haben wir das soweit gemacht. Die Migrierungen sind vollständig. Also die Datenbank ist jetzt auf dem aktuellsten Stand. Und jetzt kann ich den Server einmal runnen. Ich muss dieses Migrate nur machen, wenn ich neue Migration Files bekomme. Was das ist mit der Datenbank und so weiter, ich weiß nicht, ob wir das heute so richtig groß besprechen werden. Ist vielleicht nochmal ein Thema für wann anders. So, ich gehe hier jetzt einmal. Okay, Server läuft und hier sehen wir Starting Development Server at HTTP 127.0.0.1 8000. Ich gehe da einmal drauf und dann sehen wir hier, okay, perfekt. The install worked successfully. Congratulations. Irgendeine Startseite von Django. Und wir sehen, okay, wir können jetzt soweit weitermachen. Genau, wunderbar. Dann wären wir soweit erstmal durch und Django steht erstmal. Jetzt würde ich sagen, gehen wir kurz in die, ja, Creation einer neuen App. Und das machen wir mit Python manage.py Start App. Und damit tun wir einfach neben unserem Hauptordner hier, Demo Checklist, dann eine neue App daneben erstellen, die dann ungefähr so ähnlich aufgebaut ist. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich stoppe den Server mit Steuerung C und ich gebe hier ein Python manage.py. Also wir sprechen immer unsere manage.py hier an. Unsere manage.py-Datei ist die hier, das da. Die spreche ich immer an für solche Verwaltungen. Und dann sage ich Start App und jetzt kann ich die App benennen, wie ich sie möchte. Ich nehme sie jetzt tatsächlich einfach mal Checklist. Ist, glaube ich, nicht die feinste Art, aber ich möchte es nicht in die Haupt-App reinschreiben. Das macht man nicht. Ich glaube, die machen das sogar so ähnlich im Tutorial. Die machen das mit Polls und das heißt irgendwie My First App oder sowas zuvor. Ich habe schon sogar wieder vergessen, wie sie die erstellt haben. Ja, ist egal. Genau, My Site. Naja. Genau. So. Ich glaube, für uns passt das. Ich starte die, beziehungsweise kreiere die mit Checklist und jetzt haben wir hier einen neuen Ordner bekommen mit ganz vielen verschiedenen Dateien und ich denke, die gehen wir jetzt mal alle durch, weil die sind relativ wichtig. Die meisten jedenfalls. Wir haben einmal Migrations. Da werden dann tatsächlich die Migrationen abgespeichert, wenn wir irgendwas datenbanktechnisch ändern. Wie diese Files erstellt werden, ist ein ganz einfaches Kommando. Ist einfach nur wichtig, dass man es kurz bevor man das deployt sozusagen macht, damit die App, wenn sie aktualisiert wird, weiß, okay, gut, was muss ich an meiner Datenbank verändern. Das heißt, für Updates ist das eigentlich generell ziemlich cool. Dann haben wir ein init.py, das ist für Umgebungsvariable manchmal ganz gut oder manche Hacks, sage ich mal. In der Regel braucht ihr die nicht. Die admin.py braucht ihr, glaube ich, auch nicht unbedingt. Man kann hier seine Models registrieren, dass die dann im Admin-Interface angezeigt werden. Das habe ich wahrscheinlich beim Event-Management-System sogar gemacht. Ich glaube, ich öffne das sogar mal in einer weiteren Code-Instanz. Dass ich da auf jeden Fall, wir brauchen ein neues Window, das machen wir hier. Und dann sagen wir Open Recent. Habe ich das noch zufällig da? Nee, dann sagen wir, wir gehen in Open Folder und ich hole mir das mal schnell rein. Dann kann ich nämlich immer so ein bisschen spicken. Linux, nee, Event Management System heißt es. Hier haben wir es einmal. Ja, da. So, wer das ABC kann, ist im Vorteil. Genau. Ich glaube, da habe ich irgendwann mal was in Init reingeschrieben, irgendwo. Irgendwo habe ich mal was in Init reingeschrieben, glaube ich. Aber ich weiß es gar nicht. Nö, sieht wohl nicht so aus. Gut, dann schmeißen wir es erstmal weg, ohne euch weiter zu verwirren.
Genau, nee, in der Admin wollte ich auch nachschauen. Habe ich in der Admin irgendwo was reingeschrieben? Ich schaue mal auf dem anderen Bildschirm, dann seid ihr nicht so richtig confused. Ja, da habe ich sogar ein bisschen was reingeschrieben. Aber beispielsweise bei E-Mails sagt man dann hier Admin Site Register und dann tut man hier sein Model importieren. Was ein Model ist, das ist am Ende eine, ja, ein Datenbankmodell, sage ich mal. Eine eigene Datenbanktabelle oder ein eigener Datentyp, den man definiert, den man in Tabellen abspeichern kann. Das wäre sowas wie ein Benutzer, wie eine Nachricht, wie ein Post oder wie bei uns eine Task oder sowas. Das wäre ein Model. Die tun wir dann in Models natürlich definieren. Dann haben wir einmal Apps. Das ist, glaube ich, erstmal gar nicht so wild. Ich glaube, hier musste ich nie was. Ich glaube, das ist nur für Django intern. Hier habe ich, glaube ich, nie was eingestellt. In Models.py definiert man dann seine Models. Das ist vielleicht nochmal ganz spannend. In der Tests.py schreibt man seine Tests. Ich muss sagen, ich habe das nicht so häufig getan bis jetzt. Ich glaube, bis jetzt nie. Jedenfalls in diesem Django-Ding. Und dann einmal in den Views, das ist eigentlich das Wichtigste. Dort erstellen wir dann unsere Ansichten, die wir dann unter HTML sehen können oder einen API-Request zurückgeben können. Sowas in die Richtung. Genau, also Views ist das Wichtigste. Und genau. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz kurz weiter. Wir brauchen unsere First View. Ich glaube, das machen wir sogar mal. Hier haben wir unsere Dev-Index-Request und dann tun mal einfach mal eine ganz, ganz entspannte HTTP-Response zurückgeben. Also, dafür brauche ich aber erstmal, ich glaube, eine URL. Ich glaube, ich würde bei den URLs starten. Dafür gehe ich hier einmal auf Checklist, auf meine App, auf mein, beziehungsweise, genau, auf dieses Modul und sage neue Datei und starte die einfach mal als urls.py. Das ist eine Standard- Datei, sage ich mal, oder ein Standardmodul oder eine Standardsache von Django. Und hier kann ich dann meine URLs definieren. Und ich muss sagen, ich bin immer jemand, der immer so ein bisschen spicken muss, wie dann genau das dann doch funktioniert. In dem Fall brauchen wir einmal das Path-Modul. Das heißt, ich gebe ein from Django.urls import Path. Hier haben wir es auch schon. Und dann brauchen wir noch einmal die Views. Die Views haben wir einmal hier. Also wir holen uns unsere Views einfach, unsere Views-Datei rein, dass wir dann dort auch auf die verschiedenen Webseiten dann zugreifen können. Also eine URL ist, denke ich, relativ einfach definiert, beziehungsweise relativ einfach erklärt ist eine URL, unter der wir irgendwas dann im Webbrowser erreichen. Und jetzt haben wir ja unsere URL-Patterns. Das ist eine, ich sag mal, eine Variable, die eben vorgegeben ist von Django, dass wir hier einmal unsere URLs eintragen. Das ist eigentlich das Spannendere hier. Ich glaube, ich schließe das jetzt erstmal wieder genau, dass ich hier einmal, wir haben hier unseren URL-Path, was im Webbrowser steht. Hier haben wir in dem Fall jetzt erstmal nichts stehen. Das ist einmal unsere Index-Seite dann sozusagen. Also wenn wir ganz normal auf unsere App gehen sozusagen. Hier haben wir, das ist unsere Standard-Index-Seite, die überschreiben wir jetzt erstmal sozusagen, indem wir hier sagen, okay, wir wollen wirklich nichts weiteres als Pfad drin haben und das Ganze soll eine View ansprechen mit dem Namen Index, die generieren wir gleich und dann haben wir nochmal einen Namen dafür. In der Regel empfiehlt es sich sehr, alle drei Sachen gleich zu haben, sage ich mal, um Verwirrungen später aus dem Weg zu gehen. Also gibt denen auf jeden Fall eindeutige Namen. Auch wenn ihr mehrere Apps verwendet, kann das sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Die sollten in der Regel eigentlich alle einzigartig sein. Einen Index generell mal einzigartig zu haben, ist auch gar nicht so schlecht. Von daher, ich lasse es jetzt erstmal auf Index. Und jetzt haben wir hier einmal Django gesagt, hey, es gibt eine URL mit ne, quasi nichts im Namen drin, was wir im Webbrowser angeben. Und dann hier einmal sprechen wir die View Index an und das Ganze heißt Index. Später, wenn wir irgendwo mal irgendwo anderes was referenzieren, da gibt es richtig coole Abkürzungen in Django, die man auch erst nach und nach lernt, kann man dann diese URL direkt über den Namen Index einspeichern und muss sich nicht darum kümmern, wie heißt die URL jetzt gerade beim Nutzer beispielsweise. Das ist ziemlich cool. Genau, und jetzt tragen wir einmal unsere Views ein. Hier erstelle ich eine neue Funktion mit dem Index, das passt, also die heißt Index und eine Index-Funktion nimmt oder eine View immer in Django nimmt immer einmal Request mit rein als Parameter.
Das ist ziemlich wichtig zu wissen. Weil in Request stehen ganz tolle Sachen wie die Session, der Benutzer, der Authentifizierte und so weiter. Da bekommt man eigentlich alles raus. Das ist sehr, sehr wichtig. Und später tun wir jetzt hier einmal, okay, wir gehen direkt in die Folgen. Das können wir auch so machen. Ich glaube, wir machen erstmal nochmal einen einfachen Schritt. HTTP-Response. Ich glaube, irgendwie so geht das. Bitte hilf mir. HTTP hier. HTTP-Response. Hello World, you are at the checklist index. Das passt. Dann müssen wir hier nochmal importieren. In dem Fall ist es hier from django.http import HTTP-Response. Genau. Am Ende gibt uns das oder sagt uns das, okay, hau eine ganz einfache HTTP-Response 200 sozusagen raus mit dem Code 200. Hello World, you are at the checklist index. Super entspannt. Genau das wollen wir eigentlich fast machen. Eine Sache müssen wir noch bearbeiten oder beachten, wenn ich jetzt hier, also erstens, wir müssen schauen, dass der Server wieder läuft mit Run Server. Das Coole ist, der Server hat einen Hot Reload. Wir müssen uns in der Regel nicht drum kümmern, dass wir den Server neu starten. Wir müssen nur schauen, dass die Python-Dateien abgespeichert sind und der Rest funktioniert sozusagen von alleine. Und das ist eigentlich ziemlich schön. Aber in dem Fall werden wir jetzt hier sehen, wird sich nichts ändern. Wir haben zwar natürlich einmal unsere App erstellt hier, Checklist. Wir haben die aber nirgendwo unter unserer Haupt-App eingetragen, dass wir die nutzen. Das müssen wir einmal in Settings machen, meine ich. Installed Apps haben wir hier einmal. Ich spick da tatsächlich bei mir auch nochmal. Ich bekomme das in der Regel immer aus dem Tutorial raus. Also ich gehe das Standard-Tutorial immer ein, zwei Mal durch, wenn ich eine neue Django-App schreibe, weil da sind alle wichtigsten Sachen drin zum Starten, sage ich mal. Und ansonsten orientiere ich mich da so ein bisschen an den bereits geschriebenen Sachen. So, lass mich doch mal schauen. In dem Fall haben wir hier von dem ganzen Spaß einmal... Genau, hier schlägt das mir schon vor. Unter Installed Apps muss ich einmal Checklist angeben, das ist mein Ordner. Und dann haben wir hier einmal .apps, also das ist dann hier unsere Datei. Und hier gibt es einmal die Checklist-Config. Die muss ich importieren oder die muss ich hier angeben in diesem Array. Und das hat er ihm schon vorgeschlagen. Genauso müsste das dann aussehen. Ich habe hier extra einmal Platz gelassen, um zu sehen, okay, das sind meine eigenen Apps und das ist irgendwas von Django, was da schon standardmäßig mit drin ist. Wie gesagt, Django ist Battery Included, da kommt wirklich viel am Anfang mit. Das ist, kann am Anfang etwas viel sein, ist aber im Nachhinein, wenn man da ein bisschen mehr entwickelt, wirklich ein absoluter Segen. Sehr empfehlenswert. Genau, das wäre es so. Jetzt haben wir die Apps installiert. Eins, zwei Sachen müssen wir nochmal einstellen. Und zwar einmal in den URLs müssen wir schauen, dass wir hier die URLs importieren von unserem Checklist, von unserer Checklist-App. Das mache ich einfach mit, schauen wir mal, Path. Jetzt können wir hier was eintragen. Und dann nenne ich die jetzt einfach mal, also wenn wir mehrere Apps haben, in dem Fall möchte ich nur eine App schreiben. Meine App-Checklist, da kommt keine weitere App sozusagen in diesem Django-Dings drin. Von daher gebe ich hier wirklich als Path ganz easy das ganz normale ein, also wirklich nichts. Ansonsten würde hier beispielsweise jetzt Checklist mit einem Schrägstrich stehen. Und dann inkludiere ich mir einmal dann und Checklist.urls. Das ist dann schon durch diese Config mit drin und dann kann ich URLs ganz einfach so aufrufen und dafür muss ich hier irgendwas falsch machen oder richtig machen, besser gesagt. Ich glaube, hier eine Klammer war zu viel. Genau, inkluden müssen wir auch nochmal importieren und das können wir hier neben URLs machen. So, und jetzt inkludieren wir die komplette URLs-Datei. In dem Fall habe ich es jetzt so eingestellt, dass wir einmal unser Checklist-Schrägstrich haben. Und dann addieren die URLs, was hier als Path drin stehen, dann sozusagen sich auf URLs auf. Das heißt, am Ende würden wir jetzt hier unsere Indexseite unter unserer Adresse Schrägstrich Checklist finden. Machen wir das einfach mal, dass ihr das einfach mal seht. Ich hoffe mal, er hat das importiert. Ja, sieht ganz gut aus. Schauen wir mal, ob wir da was finden. Ich lade das neu. In dem Fall findet ihr die nicht mehr. Das ist okay. Das ist sozusagen so eine Standardsache von Django. Wenn dann irgendwas weiter konfiguriert ist, dann schmeiße ich die Standardseite raus. Die gibt es tatsächlich gerade nicht, weil ich gerade unsere ganze App-URL, also unsere ganze URLs von der Checklist unter Checklist drin stehen habe. Checklist. Ich glaube, so muss ich das machen.
Genau, hier haben wir das und dann sind wir tatsächlich an dem Checklist-Index. Das liegt daran, weil wir hier einmal als URL Checklist eingegeben haben. Wenn ich das jetzt hier rausmachen würde und sage, hey, das ist sozusagen am Root oder ne, ich will, möchte ja nichts eingeben. Hier haben wir auch nichts angegeben. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt neu lade, ich glaube, er hat es auch schon wieder neu geladen. Und jetzt hier nochmal neu lade, dann findet er jetzt hier unsere Checklist nicht mehr, weil wir haben das jetzt umgestellt, weil diesen Checklist-Pfad, den gibt es nicht mehr, den haben wir eben rausgetan. Wenn ich jetzt hier aber nur unsere Adresse sozusagen eingebe, jetzt sehen wir einmal genau das, was wir eigentlich wollen, hier unseren Checklist-Index. Vielleicht nochmal so ein bisschen URL-Kunde. Ich möchte da gar nicht so tief reingreifen, weil ich glaube, wir werden noch genug Spaß haben dann später mit der Docker-Integration. Ich schaue, dass ich so in einer halben Stunde mit dem Docker-Zeugs fertig werde und mit dem Django-Zeugs fertig werde. Also die App wird nicht zu so krass und dann gehen wir in Docker über. Genau, hast du Fragen erstmal, Hauke? Jetzt so konkret eigentlich nicht. Also, oder was ich mir eigentlich schon denken kann, ist ja, dieser Entwicklungsserver, den du da hast, dieser Webserver, den benutzt du bloß während der Entwicklung und nachher, wenn du es produktiv ausrollst, kommt was Richtiges hin, oder? Genau. Das ist so eine Sache, die man am Anfang beim Deployment von Django nicht so richtig ja, versteht als Anfänger, beziehungsweise was einfach nochmal eine Facette für sich ist. Wir haben jetzt hier einen Development-Server laufen. Den sollte man nicht für die Production verwenden, weil wir beispielsweise, wenn ich jetzt hier irgendeinen Mist angebe, dann bekommen wir hier ganz viel zurück, sage ich mal, ne? Und damit kann ein Hacker sozusagen versuchen, doch einiges dann rauszufinden, wie diese Django-App funktioniert und so weiter. Das möchte man nicht unbedingt. Das ist eine Variable am Ende, die kann man ausschalten. Unter Settings ist das, und da sehen wir hier einmal Debug gleich True. Wenn ich jetzt hier Debug gleich False eingebe, dann macht er das nicht mehr. Genau, kann ich einfach mal machen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, wenn ich was in Settings bearbeite, dass ich hier was brauche. Aber in dem Fall sagt er dann, ja, Connection refused. Aber ich glaube, dass der Server selber keinen Bock hat. You must set settings allowed hosts if debug is false. Okay. Also das ist nochmal eine Konfigurationssache. Müssten wir dann das allowed host und so weiter eingeben. Ich lasse es jetzt erstmal bei dem debug gleich true. Muss ich jetzt starten, weil er mit einem Fehler abgebrochen ist, wieder mit run server. Und dann haben wir das drin. Hello world, you are at the checklist index. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine ganz, ganz einfache Checkliste oder eine Taskliste. Das heißt, wir erstellen einmal neue Tasks und können die später abhaken. Das war's. Mehr möchte ich nicht machen. Das heißt, dafür brauchen wir, ich würde mal ganz kurz das Model ja, Interface sozusagen zeigen, einen Datenbanktypen erstellen sozusagen für unsere Aufgabe. Die wird nicht viel haben, die wird einen Titel haben. Und ich glaube, das war sogar schon. Ich glaube, ich mache sogar einfach mit dem Titel, vielleicht mit dem Datum, wann es erstellt wurde. Ich glaube, das machen mit dem Datum, wann es erstellt wurde. Wobei ich glaube, das wird sogar eh standardmäßig hinzugefügt. Naja, egal. Ich glaube, das wird wirklich standardmäßig hinzugefügt. So, dann würde ich, vielleicht machen wir einfach mal einen Titel und Beschreibung. Dann haben wir zwei Felder. Sonst habe ich, sonst, genau, weiß ich nicht. Finde ich schon fast wieder zu einfach. Dann seht ihr so ein bisschen was. So, das heißt, ich erstelle jetzt hier erstmal meine Klasse. Die muss ich von models.model abhängen. Und hier haben wir einmal Checklist. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte gar keine Checklist, ich möchte nur eine Task erstellen. Das heißt, ich gebe hier mal Task ein. Nebenbei, wenn ihr euch fragt, was wird da vorgeschlagen, das ist am Ende Copilot, der direkt für mich ein bisschen mitschreibt. Das ist tatsächlich für solche Sachen ziemlich hilfreich. Ich muss nicht jeden Syntax nachschauen, okay, wie, was muss ich jetzt hier machen. Häufig stimmt das sogar schon ganz okay, was er da macht. Hier haben wir einmal Date Published, also hier hat er ein Models Date und Time Field mit einem Datum direkt. Ich möchte aber jetzt hier einmal einen Titel. Ich glaube, ich ändere das mal zu einem Titel. Task Title und Task Description, sage ich mal. Und weil ich so krass bin, nehme ich hier einfach mal 2004, nee, 2048 Felder. In dem Fall gibt es verschiedene Datenbanktypen, eben auch in Django. Wir haben einmal das Char-Field, das ist das ganz normale Textfeld, sage ich mal. Oder halt eben, ja, ne, eben, ich sag mal, die Buchstaben. Es gibt verschiedene Models. Django Types, schauen wir mal, was es da alles gibt.
Hier, also die Dokumentation ist wirklich gut, die tue ich auch echt häufig verwenden. Hier haben wir unser Charfield beispielsweise, passt, First Name, Last Name. Die haben hier auch irgendwo ihre Field Types, glaube ich. Ne, Field Types ist, glaube ich, noch was anderes. Doch, ich glaube, Field Types ist es. Und irgendwo wird man eine Liste sehen. Irgendwo wird man eine Liste sehen. Charfield, genau. Irgendwo wird man eine Liste sehen. Hier, Model Field Types. Da haben wir einmal das Auto Field, Big Auto Field, Big Integer Field, Binary Field, Boolean, Char, Date ist sehr, sehr cool, Date, Time, Decimal, Duration, E-Mail, File Field. Also hier gibt es wirklich alles Mögliche. Ist tatsächlich ziemlich cool. File Path. Was ihr am meisten braucht, ist das Char Field. Vielleicht noch irgendwie so ein Zahlenfeld wie Int Field oder sowas. Und der Rest ist eigentlich egal. Ich meine, dass es ein Field ist. Genau, ja. Also findet man dann tatsächlich auch viel in der Dokumentation. Reicht für mich jetzt. Dann brauche ich hier einmal... Ja, was published recently, das braucht man nicht. Das ist irgendein Mist, den mir vorgeschlagen hat. Hier einmal unser, ich sag mal, die Funktion, die müssen wir nicht machen, die ist aber ganz cool. Das ist einmal die Funktion, wenn wir später einen Task ganz einfach ausprinten wollen. Dann können wir hier definieren, was soll ausgegeben werden. Ist eigentlich ziemlich cool. Der Einfachheit halber lasse ich das jetzt mal. Wir brauchen das nicht unbedingt, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Hier könnte man dann auch beispielsweise nochmal einstellen, okay, was soll ausgegeben werden als String, wenn ich das Ganze printen würde später. Jetzt haben wir tatsächlich schon unser Model erstellt, meine ich, und das müsste es auch schon fast gewesen sein. Und jetzt erstellt uns Django daraus, ich sag mal, das komplett in der Datenbank, und wir können später dann, oder wir können jetzt schon direkt Tasks anlegen, abspeichern, verändern und löschen oder sowas. Also das ist wirklich super, super einfach. Wisst ihr was? Ich mache, glaube ich, nochmal eine Sache rein, und zwar einmal dann, und das wird ein Boolean Field. So, Default ist gleich False, also ihr könnt auch Defaults hier eingeben, beispielsweise, und noch viele, viele weitere Sachen. Aber das schaut am besten dann hier in der Dokumentation nochmal nach. Genau. So, ein Passwort-Field. Passwort-Field, weiß nicht, müsste es sogar auch geben. Password. Nee, das ist dann nochmal auf der anderen Ebene. Das speicherst du dann eher als... Das speicherst du gar nicht ab, weil Django das für dich regelt. Das ist super cool. Django hat ein ganz eigenes User-Modul, wo du dich wirklich nicht um Passwort oder sowas anderes kümmern musst. Die haben das für dich eigentlich ziemlich geil implementiert. Da gibt es auch eine Sache dann zum User-Modul selber. Könnt ihr mal reinschauen. User Authentication in Django. Hier sehen wir das. Das ist schon in der Regel alles installiert. Und hier sehen wir einmal Working with User Objects, Permissions and Authorization. Das ist, glaube ich, so die Sache. Du kannst super einfach dieses Authentication-Modul verwenden. Da musst du dich gar nichts drum schlagen und deine eigene Sicherheit implementieren, sondern da eine gute Standardsicherheit sozusagen nehmen, die in der Regel schon nochmal sicherer ist, als wenn du jetzt selber was schreiben würdest, weil man eventuell vielleicht irgendwas vergisst. Also das ist ziemlich cool. Also es ist super einfach hier, ne? Hier macht man das. Das ist eigentlich die Zeile, die wirklich geil ist. Man sagt einfach, User ist gleich Authenticate. Und dann holt man sich hier einmal irgendwie dieses Passwort und den Username raus, und dann ist man entweder authentifiziert oder nicht. Das ist ziemlich nice. Diese Zeile, die macht den kompletten Authentifizierungsprozess. Genau. Und erstellen und das Passwort setzen tut mir auch relativ einfach dann. Also das ist wirklich cool. So, aber wir machen heute keine User Management. Wenn das hier großen Anklang findet, dann sehr gerne noch mal in einem anderen Livestream oder Video. Aber ich möchte das jetzt nicht zu weit ausfahren lassen. So, gut, wir haben unser Model. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Hier haben wir unsere View. Ich glaube, ich lasse es erstmal als Index-View. Ich glaube, wir werden uns nicht mal groß mit den URLs beschäftigen. Aber eine Sache brauchen wir, und zwar möchte ich jetzt anstatt einer einfachen HTTP-Response eine ganze Seite rendern, eine ganze HTML-Seite. Dafür gibt es die sogenannten Templates, und das ist wirklich stark, und ich arbeite eigentlich nur mit den Templates. Das heißt, ich gehe in meinen Checklist-Ordner, ich glaube, ich schließe mal den Rest hier, zack, in meinen Checklist-Ordner und sage hier einmal New Folder, und der heißt Templates. Und jetzt eine alte Django-Regel, jetzt brauchen wir nochmal einen Ordner, der genauso heißt wie die App, das heißt Checklist. Das ist später, weil das alles zusammengemerged wird, einfacher dann zu unterscheiden und zu handhaben. Und jetzt kann ich hier einmal mich frei verhalten, und ich sage einfach mal, ich nenne die wirklich mal Index HTML.
Jetzt haben wir am Ende im Ordner Templates, im Ordner Checklist einmal die Index-HTML-Seite erstellt. Und hier sage ich jetzt einfach mal Hello World. Super entspannt. Braucht man nichts mehr, nichts weniger, passt. So, das heißt, jetzt haben wir das, Hello World, und das möchte ich jetzt hier einmal displayen oder ausgeben. Und da gibt es eine andere Funktion und die nennt sich Render. Und das ist ziemlich cool, damit rendere ich einfach eine gesamte Index-HTML, eine ganze HTML-Seite und kann da später auch noch Variablen zugeben. Das werden wir später auch noch machen, wollen wir aber erstmal so einfach wie möglich halten und dann war's das. So, jetzt denkt sich der normale Nutzer, ja geil, ist fertig, kann ich starten, ist aber in dem Fall bei Django noch nicht so. Weil wir müssen erstmal Django sagen, dass wir jetzt hier Templates verwenden und müssen auch sagen, wo die liegen. Das hat dann nicht ganz automatisch drin. Also wenn ich das jetzt nochmal so starte, lol, hatte das schon drin. Das ist neu. Das ist echt neu, das verwundert mich. Zumal ich nämlich hier einmal in Settings, musste ich früher in Templates das immer einstellen. Musste ich hier mal einstellen. Aber anscheinend hat er sich das jetzt durch Installed Apps direkt mitbekommen. Das ist sehr, sehr cool. Ja, ist vielleicht eine neue Funktion von Django. Sehr cool. Sonst muss ich das hier früher immer in Templates nochmal mit eintragen. Aber hat er schon direkt mit reingenommen. Das ist cool. So, das heißt, das ist unsere HTML-Seite. Hier können wir irgendwas eintragen und das machen wir direkt auch gleich. Und ich gehe hier einmal in den... ich glaube, ich mache hier mal eine HTML-Seite. HTML, zack, und bitte, liebes, hier zack, Head, zack, und Body einmal. Ich lasse es mal so ein bisschen was generieren. Das ist irgendein PHP-Scheiß, den braucht man nicht. Das ist jetzt irgendein Boilerplate, den mir jetzt der Copilot hier hingeschmissen hat. Menü braucht man auch nicht, Header braucht man auch erstmal nicht. Ich mache das mal so einfach wie möglich. So, zack. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das nochmal anders. Ich glaube, wir machen wirklich ein Base-Dokument. Wollen wir das machen? Nee, wir machen das nicht. Wir machen das nicht mit Base-Dokumenten. Nee, machen wir nicht. Ansonsten würde man nämlich erstmal eine Base-HTML schreiben, dort einen Block reinfügen und dann, dass man nicht immer den HTML-Boilerplate-Code schreiben muss, sondern dass man sozusagen dann nur den wirklichen Inhalt der Webseite ändert. Also jetzt beim Event-Management-System beispielsweise, habe ich das noch offen? Nee, habe ich beispielsweise das Bootstrap verwendet. Bild in neuem Tab öffnen, nein, Bild in neuem Tab nur öffnen. Zack, hier sehen wir das. Beispielsweise hier oben die Leiste. Ne? Die ist in diesem Base-HTML-Dokument drin. Und genau, nur der Inhalt sozusagen der Seite verändert sich. Und das kann man über die sogenannten Template, beziehungsweise Base-Dokument schreiben. Also nenne ich immer so. Und das über das Template sozusagen stacken und dann eigene HTML-Seiten in andere HTML-Seiten einbinden. Das ist ein sehr, sehr cooles Feature in Django. In Anbetracht der Zeit lasse ich das jetzt erstmal. Reicht erstmal. Wir haben hier ein bisschen jQuery mitbekommen. Will ich gar nicht. Wir haben hier ein Style Sheet, das ist auch nochmal eine Sache. Static Files ist auch nochmal so eine Sache. Möchte ich nicht. Ich möchte jetzt hier einfach mal mein Pico CSS include. Also ich kann dem Copilot hier auch ein paar Befehle geben. In Anführungszeichen, ich schreibe das Kommentar hin. Include Pico CSS from JDN, ist das irgendwie sowas? Oder CDN? CDN, Content Delivery Network oder sowas. Genau das, da müsste es sein. Schau mal, ob es das gibt. Nee, gibt es leider nicht. Pico CSS ist quasi eine ganz, ganz einfaches CSS, sage ich mal, was es super, super einfach macht, was Webseiten einfach direkt schöner macht. Muss nicht, ist aber ganz schön. Ich möchte es einfach nur mal importieren. CDN, hier, das da. Das packe ich in den Head. Das lädt er sich zwar immer runter, man kann es auch manuell reinpacken, aber genau. Ja, das sieht schon gut aus. Das ist quasi das CSS, was wir jetzt drin haben. Title können wir mal auf Checklist setzen. Und jetzt können wir hier in unserem Body ein Heading machen, H1. Und das nenne ich jetzt mal Checklist. Und jetzt, wenn wir das neu laden, dann müsste das sogar eigentlich schon ganz schön Style haben. Genau. Ja, nicht ganz so schön, aber meine Güte. Für den Anfang reicht's. Für den Anfang reicht's. Muss ich hier noch irgendwas machen? Elements? Nee, ich glaube, ich lasse es erstmal so. Ich lasse es erstmal so. Ja, ich möchte es haben. Body, Main, Class, Main Container, glaube ich. Hier, das da, Main. Ich glaube, sowas brauchen wir.
Main Class. Ich glaube, das müssen wir so reinmachen. So, ich glaube, das mache ich, weil dann haben wir nämlich eine schöne genau, ein schönes. Ja, na, so richtig ist es nicht. Ich glaube, hier müssen wir es reintragen jetzt. Zack, Checklist. Genau, schöne Margins. Jetzt ist das nicht so in der Ecke. So, ist aber komplett eigentlich irrelevant für uns, aber ich wollte euch mal zeigen, ja, wie schnell kann man eigentlich doch etwas schöneres HTML reinpacken. So, jetzt schlägt mir hier irgendwas vor. Manchmal schlägt der Copilot mir auch irgendeinen Mist vor. Das ist jetzt erstmal nicht so wild. Was ich jetzt haben möchte, ich möchte erstmal alle Sachen, also ich möchte erstmal eine Checkliste oder eine Task hinzufügen. Dafür brauche ich eine Form. Und das mache ich einfach mal. Ich mache mal, genau, ich glaube, ich mache mal ein ganz normales Form hier. Form und das ist Action gleich. Das ist ein ganz normales HTML-Form. Ich schaue mir mal schnell ab. Oder wobei wir könnten das auch. Wir können doch selber generieren lassen, weil es gibt auch Forms. Es gibt auch Forms. Ich glaube, ich lasse das sogar von Django generieren. Wir können nämlich hier einmal unter der Checklist eine neue Datei erstellen, ganz normal in unserem Ordner. Und das nennen wir Forms. .py und Python generiert uns auch gerne so eine Form. Das heißt, ich sage from Django import Forms. Ne, Forms reicht. Und dann nehmen wir hier einmal from Models import Task. Importieren wir direkt mal unsere Task von den Models, dass wir damit gleich arbeiten können. Und jetzt erstelle ich hier einmal einen Task Form in der Hinsicht. Und das hängt ab von oder derived from froms.model.form. Dann schlägt er mir hier irgendeinen Mist vor, das will ich gar nicht. Ich möchte einfach nur jetzt die Felder eintragen, die ich einmal habe. Das ist in unserem Fall einmal done. Das ist für uns egal eigentlich im Form selber, weil es ist immer false. Das heißt, das müssen wir nicht reinschreiben, aber den Titel und die Description möchte ich. Das heißt, ich sage einmal Title. Und wir machen gleich Task.title. Ich mache das ungefähr genauso wie zuvor und sage einmal Forms.charField. Also hier generiert er uns direkt, ich sag mal, ein Feld, was auch das Label hat, also die Überschrift. Ich sage einfach mal Aufgabentitel. Ich mache das jetzt hier mal Deutsch. Die Übersetzungen sind auch super cool unter Django. Viel entspannter als unter jedem anderen Framework bis jetzt gehabt. Das ist sehr, sehr cool. Und jetzt brauchen wir nochmal die Task Description. Hier sagt uns das Ganze auch schon. Ich schaue mal, ob es hier Text Input gibt. Es gibt nämlich auch Text Input. Also Charfield haben wir einmal hier. Wir haben Text Input. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich verwenden soll. Text Input, Text Area. Ich glaube, ich würde Text Input nehmen hier. Ah, nee, warte, nee, Charfield passt. Charfield passt. Okay. Und dann gehen wir in eine Task Description rein und nehmen hier ein Charfield mit der Länge von 2048. Jetzt in dem Fall ist es schon ganz cool. Aufgabenbeschreibung passt soweit. In dem Fall würde er uns aber. Ja, ich glaube, wir machen das erstmal. So, jetzt haben wir unsere Form tatsächlich schon eigentlich durch. Mehr brauchen wir nicht. Aufgabenbeschreibung, Aufgabentitel passt. Und jetzt können wir hier einmal in unserem Index.html ganz einfach unser Form direkt einfügen, sage ich mal. Das schaue ich mir mal, das spicke ich mir auch nochmal schnell zusammen, wie wir das am besten machen, wie ich euch das am besten auch erkläre eventuell. Wir brauchen einmal unser Form mit der Action. Method gleich Post. Dann schmeißen wir hier in der Regel ein CSRF-Token rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser CSRF-Token ist gegen Cross-Site-Scripting, damit man keine Man-in-the-Middle-Attacken richtig gut ausführen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das bis jetzt immer deaktiviert, weil es in meinen Setups noch nicht funktioniert hat. Und ist so eine Sache, die schiebe ich immer mal vor mir her. Von daher, ja, habe ich jetzt hier keine Man-in-the-Middle-Attacken drin. Jetzt würde nämlich hier normalerweise das genau, CSRF-Token kommen. CSRF-Token, das ist der Kollege hier. Und das muss dann hier mit dem Prozentzeichen abgeschlossen werden. Na komm, hier so sieht das aus. Den habe ich aber in meinem Fall nicht.
Leider, beziehungsweise ich deaktiviere ihn, weil wir später sonst mit Docker und dem Reverse Proxy, das habe ich noch nicht hinbekommen, bin ich ehrlich. Ist so eine Sache, die steht bei mir noch irgendwo auf der Liste. So, jetzt können wir hier tatsächlich einmal, wo wir unsere Form gestartet haben, können wir jetzt hier unsere ganzen Felder einfügen als Form. Und da gibt es sogar Punkt S Paragraph. Ist ja auch cool. Ja, nehmen wir. Das ist auch eine Sache, die neu ist. Und das ist das Coole. Wir verwenden jetzt hier gerade kein richtiges HTML mehr, sondern Jinja 2. Das ist eine coole Sprache. Schauen wir mal. Jinja 2. Genau, das ist das. Das ist eine Sprache innerhalb HTML, womit man dann relativ einfach verschiedene Elemente, sag ich mal, nochmal einbinden kann oder programmieren kann, in Anführungszeichen. Und dann machst du so eine HTML-Seite relativ schnell interaktiv und ich sag mal, nicht so statisch, in Anführungszeichen. Also du generierst es zwar, während die Seite einmal lädt, aber somit kannst du dann halt direkt eine HTML-Seite abhängig beispielsweise von der Eingabe dann nochmal generieren. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die man unbedingt haben sollte. Dann braucht man nochmal am Ende einen Input. Type submit. Value ist am Ende einmal, wie das Ding heißen soll. Ich sage einfach mal hinzufügen. Hinzufügen. Und dann schließe ich das vor. Und jetzt haben wir hier einmal unser gesamtes HTML-Form, unser ganzes HTML-Formular sozusagen genau hinzugefügt und implementiert. Und das ist jetzt tatsächlich, wenn wir so wollen, eigentlich schon fast genau einsatzbereit. Beziehungsweise wir werden es sehen. Hinzufügen. Ja, noch nicht ganz, wie ich wollte. Weil, also wir sehen hier schon mal hinzufügen, das ist schon mal nicht schlecht, das ist hier drin, aber Form gibt es noch nicht, beziehungsweise weiß noch nicht Django, dass wir das verwenden wollen. Ich muss dieses Form erstmal hinzufügen. Import Forms. From Form import Task Form, habe ich jetzt mal gesagt hier. Und jetzt kann ich hier auf das Task Form dann zugreifen, meine ich. Aber das muss ich jetzt erstmal dem auch sagen, dass ich das als Form mit reinfügen möchte. Und das mache ich einmal, indem ich erstmal eine Form erstelle. Form ist gleich Taskform. Und dieses, also stelle ich einfach da draus, ist einfach nur Python-Sache. Und dieses Form, das kann ich jetzt hier am Ende mitgeben als Variable. Und Variablen gibt man immer mit einem Namen ein, wie sie heißen, dann in Jinja. Und dann halt eben, ja, was möchte ich da einbinden? Die Variable Form in dem Fall. Und dann kann ich darauf zugreifen, wie ein ganz normales anderes Python-Projekt dann in Jinja oder ein ganz anderes, ganz eigene Python-Variable in Jinja. Und das ist eigentlich ziemlich cool. So, wenn ich das jetzt nochmal neu lade. Model Form has no model class specified. So, das ist sehr schön. Der Fehler sagt mir tatsächlich noch nichts, von daher können wir mal live auf Fehlersuche gehen. Model Form has no model class specified, sagt er. Task Form hat hier nichts drin. Das ist für mich aber okay, da möchte ich nichts hinzufügen. Ach so, ich glaube, weil wir tatsächlich noch keine Migrations gemacht haben. Ich glaube, der kennt das noch nicht. Glaube ich. Wir haben hier unsere models.py. Task-Title und so weiter. Wir müssen aber irgendwie unser Model importieren. Das müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Das weiß ich nicht mehr auswendig. Ich würde einfach mal Make Migrations eingeben. Das ist so eine Wunderwaffe, sage ich mal. Vor allen Dingen, wenn man mit Models arbeitet. Weil dann, also Migrate dann eigentlich, Make Migrations, das trackt die Änderungen, was war bis jetzt verfügbar, was noch nicht, und jetzt würde er einen neuen Migrate-File erstellen, in dem dann einmal unsere Task, sage ich mal, als Tabelle hinzugefügt werden kann, also die Bauanleitung. Hier sagt er einmal, genau, Create Model Task, hat er gemacht, sehen wir auch hier irgendwo, dann haben wir jetzt hier so eine Migration bekommen, ja, die sagt uns dann coole Sachen. Das bitte bearbeitet dann nie was, ist es einfach nur für Django, dass wir jetzt nämlich hier in unserem laufenden Projekt sozusagen einmal Python manage.py einmal migrate eingeben können. Und dann können wir nämlich alle Migrations, die bis jetzt noch nicht erstellt wurden oder noch nicht gehandhabt wurden, die können wir dann hier einmal hinzufügen.
So hat er gemacht. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass es funktioniert. Ansonsten müsste ich nochmal nachschauen. nee. Value error at. Okay. Also model form has no model class specified. Forms 350. Task. Ah. Okay. Okay. Ja, das ist unser Form. Unser Task von unser Form geht from, also ich kann, also die Task habe ich importiert. Wo trage ich denn das, wo nehme ich denn das mit rein? Das ist eine gute Frage. Query set, objects.all, send mouse formulas. Ui, das sind Sachen. Das sind Sachen. Ich schaue gerade schnell, weil eigentlich Widget ist viel die Verbindung von Form zu Model sozusagen. Ich weiß aber noch nicht, wo ich das reinfügen soll oder wie ich das reinfügen soll. Weil hier haben wir jetzt gar nicht. Also ich habe die Task importiert, aber ich finde hier nichts mit E-Mail. Aber irgendwo muss es ja gekennzeichnet sein. Das stimmt schon. Query Set brauchen wir nicht. Lass ich mal schauen. Jetzt bin ich gerade selber überfragt. Schauen doch mal schnell auf unserem Lieblings-Stack Overflow raus. Model, okay. Pick Form, Class Meta müssen wir hier eintragen. Warum ich die sonst nicht brauche? Ach, vielleicht habe ich die sonst irgendwie anders reingemacht. Weiß ich nicht. Class Meta, Model gleich K. Ja gut, dann nehme ich das mit rein. Also ich packe hier nochmal einmal in die Meta was rein. Das ist sozusagen diese Beschreibung und hier sage ich einfach, gebe ich einfach mal das Model durch. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt in dem Fall was hilft, weil ich will eigentlich wirklich nur das HTML-Zeugs. Aber er meckert jetzt hier einmal. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Läuft das? Nein. Creating a model form without either the fields attribute or the exclude attribute is prohibited. From task form, form task form needs updating. Also unser task form ist richtig kacke, sagt er uns. Schauen wir mal, ob ich hier noch was anderes eintragen muss. Nee, das klappt bei mir. So, ich schaue mal in andere Forms. Ganz schön viel. Lecture form, task form, forms. Punkt irgendwas. Char field beispielsweise. Wir haben unseren Label. Max length ist uns egal, aber haben wir sogar drin. Widget gleich Forms.text Import ist eigentlich auch egal. Oder wir haben ja fast im Widget gleich drin. Dann machen wir das doch mal. Vielleicht braucht er das dann nicht. Wenn ich hier direkt das Widget eintrage. Widget gleich Forms von Text Input. Und wir müssen hier noch eine Klammer schließen, glaube ich. Genau. Das ist quasi, als was das angezeigt werden soll. Ansonsten nimmt er wahrscheinlich standardmäßig nichts. Hier will ich eigentlich eine Text Area, heißt das. Forms.Text Area. Text Area, genau. Class Form Control nennt sich das. Ja. Hier brauche ich noch. Was brauche ich hier noch? Widget. Ah, okay. Ich muss das da reinschreiben. Zack. So, jetzt ist es da drin. Ich habe es aus Versehen aus dem Char-Field raus. So, ich probiere mal, ob er jetzt das mag oder ob er auch wieder irgendeinen Mist baut. Zack. Und wir öffnen das. Nee. Ist das eine neue Sache? Ist gefühlt eine neue Sache. Ist gefühlt eine neue Sache. So. Genau. Meine Güte, in den 90er Jahren hatten wir mal HTML quasi im blanken Texteditor geschrieben. Alle Befehle musste man auswendig können. Die Welt hat sich wohl doch etwas weiter bewegt von diesem Web. Absolut. Absolut. Also es macht echt um einiges viel mehr Spaß. Aber jetzt bin ich hier gerade auch vor einem Dead End. Wo ich noch nicht so richtig weiß, warum. Warum er uns hier raushaut. Response Form ist gleich Task Form. Hier hat er das Problem. Ich schaue mal in meine Views nochmal nach, wo ich nochmal in so eine Form reingehe. Vielleicht habe ich hier doch ein bisschen wenig.
hier Eventform, da gehe ich zwar rein, Form ist gleich Eventform, das gebe ich einfach nur so mit. Forms.model.form, oder ist das vielleicht falsch? Modelform, und was ist hier bei mir drin? Forms.form, ja, Modelform macht keinen Sinn. So, also Modelform schon, wenn man irgendwie mit einem Model direkt arbeiten möchte, dann macht aber tatsächlich der Mist keinen Sinn. Also das können wir vielleicht auch machen, kann ich euch mal zeigen. Also man kann Forms verschieden stellen, man kann auch direkt anhand den Feldern, die man hier als Model reingegeben hat, kann man glaube ich auch direkt automatisch die Felder generieren lassen, meine ich. Ja, ist gut. Oder macht das nicht. Also es funktioniert irgendwie. Nee. Also, aber damit habe ich nie gearbeitet, weil mir das dann doch zu wenig Kontrolle war. Von daher möchte ich nur von Form deriven und haue mir den ganzen Spaß raus. Und damit definiere ich mir meine Felder einzeln. Einmal starten den Kollegen, Run Server und hier einmal drauf. Und jetzt haben wir das. Ja, okay. Also, genau, mein Fehler war also am Ende, dass ich nicht vom richtigen abgeleitet habe. Jetzt haben wir hier einmal unseren Aufgabentitel und die Aufgabenbeschreibung. Hier können wir Sachen hinzufügen. Das ist schon mal ziemlich cool. Ich möchte jetzt aber auch nochmal natürlich dann, also wir können natürlich irgendwas eintragen. Test, Test, ja, forbidden. Achso, ja, weil unser CSRF sogar noch funktioniert oder noch drin ist. Das müssen wir erstmal ausschalten. Das machen wir direkt mal. CSRF. Ich glaube, den können wir hier einfach rauspacken, den Token, dann ist es uns egal. Speise ich mal raus. Ich glaube, das war's. CSRF. Hier, das sind die beiden. Ich glaube, wenn ich die Middleware raushaue, ich starte den Kollegen nochmal schnell neu, dann müssten wir keine CSRF-Warnung mehr bekommen. Test, Test, hinzufügen. Ja, jetzt bekommen wir keine Warnung mehr. So, okay. Wunderbar. Also, jetzt haben wir einmal unsere Form erstellt, was hier tatsächlich schon mal ganz nett aussieht. Das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt möchte ich aber tatsächlich eine Aufgabe hinzufügen. Wie mache ich das? Ich mache das jetzt in dem Fall mal mit einer Post-Funktion. Also wir posten unser Form oder unsere Eingabe hier mit der Method Post zurück. In der Regel stellt HTML GET-Anfragen der Browser. Und jetzt können wir nämlich hier einmal unterscheiden, wenn die Request ein von der Method Post ist, dann können wir nämlich direkt hier so ein bisschen Schabernack treiben. Und genau, dann machen wir irgendwas anderes. In dem Fall möchte ich tatsächlich einmal mein Form zurückbekommen. If Form is valid, return Form is valid, genau, okay, passt. Dann können wir jetzt hier einmal, also wenn alles im Form richtig ist, dann können wir nämlich hier einmal auf die Daten zugreifen. Und ich glaube, ich mache das jetzt einmal mit, jetzt muss ich hier ein bisschen mal spicken, womit macht man das am besten? Ich glaube, ich habe es tatsächlich manuell erstellt. Wenn man dieses Taskform vom Model ab deriven würde, da geht man ein bisschen Kontrolle ab in Django. Aber dann kann man tatsächlich jetzt hier irgendwie super schön sagen, okay, adde einfach das als Task und fertig. In dem Fall mache ich es nochmal ein bisschen manueller, weil ich finde, da lernt man auch mehr und ich habe noch ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Das mache ich jetzt in dem Fall, indem ich jetzt hier einmal ein neue Task erstelle. Ist gleich, Task ist gleich, eine neue Task. Zack. Die habe ich jetzt aber hier noch nicht. Das heißt, ich sage from models import task. Und jetzt möchte ich den Task-Title bekommen und den möchte ich aus dem Form, aus der cleaned data, aus Task-Title. Dieser Task-Title haben wir hier in Forms definiert und zwar hier mit diesem Namen ganz einfach. Genau das gleiche möchte ich mit Task-Description haben. Und dann haben wir das drin. Und jetzt kann ich am Ende einfach sagen task.save. Und dann haben wir diese Task hinzugefügt. So einfach ist es. Genau. Und dann möchte ich tatsächlich am Ende wieder ein ganz normales eigenes Form einblenden, dass man vielleicht nochmal eine neue, ich sag mal, Task hinzufügen kann. Also hier Return Render Request Checklist Index HTML mit dem gleichen Form und so weiter. Das heißt, ich kann jetzt hier einmal unsere erste Task hinzufügen. Ich muss hier, wie gesagt, nichts neu laden. Das macht Django im Hintergrund in der Regel. So, ich sage jetzt einfach mal hier Müll
rausbringen. Habe ich heute gemacht. So, aber hier Test. Ja, keine Ahnung. Ha? Stinkt wieder abartig. Wer kennt es nicht? So, okay. Abartig. So, das sieht doch gut aus. Ich sag mal hinzufügen. So, das hat er jetzt gemacht. Wenn alles richtig gelaufen ist. In dem Fall sehen wir da noch nicht viel, weil wir geben sofort nämlich direkt wieder das neue HTML-Form rein. Aber wir schauen mal später, ob es hinzugefügt ist. Wir haben tatsächlich nebenbei eine komplette Admin-Seite. Das ist ziemlich nice. Das heißt, man kann so im Nachhinein so ganz viel debuggen. Da gebe ich einfach Schrägstrich Admin ein und dann haben wir ein ganz eigenes Admin-Interface. Das macht ziemlich krass. Ich glaube, wir haben noch keinen Super-User erstellt. Das mache ich mal schnell mit create manage.py create Super-User müsste das heißen. Genau, Username. Ich nehme hier einfach mal Jean, genau. E-Mail-Adresse test@jean.de. Gibt es das? Weiß ich gar nicht. Und ein ganz sicheres Passwort. Das ist nur zum Programmieren. Aha. Ja, ich möchte das bypassen. Ist okay. Jetzt habe ich einen eigenen Admin-Nutzer erstellt. Und jetzt kann ich mich mit diesem Admin-Nutzer nur jetzt für das Development hier anmelden und schauen, ob das Ganze hinzugefügt wurde. Hier haben wir einmal Groups und Users. In dem Fall sehen wir noch keine Task. Das liegt daran, weil wir hier unter Admin das noch nicht hinzugefügt haben. Das heißt, das möchte ich hier einmal machen. From Models Import Task, Task, Admin Site Register Task. Das müsste schon reichen. Machen wir mal, lade ich neu. Hier haben wir unsere Tasks. Perfekt. Und hier habe ich sogar ein Task-Object und hier sehen wir es tatsächlich, es ist gespeichert, Müll rausbringen und die Description ist auch direkt drin. Also hier können wir sogar dann, das ist nur während des Developments, können wir dann super cool debuggen. Ich muss sagen, ich mache das viel zu selten. Ich nutze dieses Admin-Interface viel zu selten. Aber jetzt hierfür hat es sich ein bisschen gelohnt. Genau. Dann haben wir das soweit und ich würde sagen, wir schauen nach dem Hinzufügen, dass wir jetzt alle unsere Tasks mal ausgeben. Das mache ich jetzt hier unter Views. Ich möchte alle Tasks mal bekommen. All Tasks ist gleich, und das ist ziemlich cool, task.objects.all. Und hier bekomme ich einfach alle aus der Task-Datenbank alle Objekte raus. Und die übergebe ich jetzt hier einfach mal. All Tasks ist gleich All Tasks. Und jetzt kann ich dafür von ganz, ganz einfach in der Index.html dann darauf zugreifen. So, ich mache mal eine H2. Alle Einträge und dann machen wir hier eine Unordered List, machen wir doch mal direkt durch und dann sage ich statt for Entry in Entry for Task in All Tasks. All Tasks und hier möchte ich einfach nur mal, das ist diese Ginger, also das ist ziemlich cool mit dem Prozent und so weiter. Das sind so Sachen, die muss man sich einfach mal angeschaut haben und hier gebe ich einfach mal meinen Task. Und dann hier einmal die, also unsere Task ist unser Objekt und jetzt müssen wir aber unseren Task Title, glaube ich, heißt er, zurückgeben. Und jetzt erstellt er hier tatsächlich eine Unordered List mit List Items und zwar so vielen, wie viel in All Tasks drin steht. Und dann können wir hier definieren, was denn da drin steht. Und genau. Ich würde sagen, das probieren wir mal aus. Alle Einträge, hier haben wir es, Müll rausbringen. Ist jetzt natürlich super easy, aber so haben wir das jetzt erstmal drin. Und es ist sogar einfach absolut overpowered in einer SQL-Datenbank abgespeichert, beziehungsweise SQLite-Datenbank abgespeichert, aber ist okay. Genau. Hast du soweit eine Frage, Hauke, oder Sachen, die unklar sind? Habe ich was übersehen? Also ich glaube, du hast nichts übersehen. Entweder die Leute sind ziemlich sprachlos geplättet von dem, was du da machst, oder die kennen das schon, also da kommt eigentlich relativ wenig. Alles voll okay. GitHub Copilot ist schon krass. War echt traurig, als meine Testphase zu Ende war, schreibt ActionSchnitzel. Absolut. Es sind die, die besten investierten 10 Euro pro Monat. Der Mitarbeiter ist nie krank. ist nie genervt. und ist immer da, also außer du hast kein Internet, wenn du im Tunnel, also ich bin letztens wieder relativ viel Zug gefahren und als ich im Tunnel war, dann ging das nicht mehr, weil die Internetverbindung weg war. Es war sehr witzig. Ja.
Würde ich aber nur bei Open-Source-Projekten so richtig machen. Bei internen Unternehmensprojekten, das ist so schwierig, auch datenschutztechnisch, was denn da rausgesendet wird. So mache ich das eh immer alles öffentlich. Von daher wird da nichts groß freigegeben. Aber ich muss sagen, die investierten 10 Euro im Monat, bin ich ehrlich. So, gut, jetzt möchte ich es ein bisschen krasser haben. Ich möchte jetzt nämlich hier einmal natürlich einmal unsere Description haben. Ich möchte generell hier einmal eine Heading, na, ich glaube, was soll ich so machen? Ich weiß nicht, soll ich diesen Listenmodus beibehalten? Ich glaube, diesen Listenmodus behalte ich bei. Ich bin kein CSS-Profi, ich sag's euch, wie es ist. Ich nehme hier mal meinen Task-Title, den mache ich mal strong. Strong. Das ist einfach, dass es fett gedruckt ist. Gibt wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten. Dann mache ich eine neue Zeile mit Break. Ich glaube, das mache ich jetzt sogar hier mal, dass es ein bisschen lesbarer ist. Ich bin aber, wie gesagt, kein HTML-Profi. Und dann packe ich hier einmal meine Task-Description rein. Small, das passt. Ist für mich okay. So. Dann laden wir es neu. Wichtig, abspeichern. So. Es funktioniert. Es funktioniert. Oh, diese Description ist die beste Funktion. Ich sag's euch, wie es ist. So, gut, okay. Dann haben wir das. Und jetzt möchte ich natürlich die Funktion haben, das abzuhaken. Und hier bin ich ganz easy oder ganz ehrlich. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde es jetzt so machen, dass ich einen Button generiere, erstelle, wo ich sage, okay, fertig oder sowas oder abhaken. Und das möchte ich, genau, das wird in eine View verknüpft. Wir erstellen eine zweite View. Und wenn diese ID sozusagen oder diese Task durchkommt, ich hoffe, wir haben irgendwie eine ID. Ansonsten ist das nervig. Ja, dann übergebe ich den Task-Title. Oh, das wird wild. Ich glaube, ich hätte eine ID erstellen sollen. Vielleicht haben wir auch nur eine ID. Gibt es Task.id? Das können wir uns mal ausgeben lassen. Task.id irgendwie. Ich hoffe mal, die haben sowas mit generiert. Ja, sie haben es mit generiert. Also .id ist, also das ist eine coole Sache an Django. Django denkt an sowas, ne? Ich nicht, aber Django wenigstens. Das heißt, ich kann den an der ID referenzieren, entspannt. Und dann möchte ich am Ende sozusagen eine URL hier oben dann aufrufen mit Delete oder nicht. Ja, ich glaube, ich sage dann oder sowas und dann gebe ich die ID ein. Das machen wir ganz schnell. Wir müssen ein bisschen Gas geben, weil wir haben noch den Docker-Part vor uns. Das heißt, ich gebe hier einfach nochmal einen neuen Path ein und jetzt sage ich einmal, nicht Delete, das ist schön, aber ich sage dann. Und dann nehmen wir hier als Integer direkt die Task-ID rein. Also das schlägt mir Copilot direkt vor. Also wir geben einmal den Typ ein und dann einmal Task-ID. Das ist quasi, wie die Variable benannt wird. Das müssen wir gleich in dann zurückgeben bzw. aufrufen. Und dann haben wir hier eine Adresse, die am Ende so aussieht. Dann beispielsweise 3 oder 2. Genau. Vielleicht wird ein Schrägstrich dahinter. Da ist Django manchmal ein bisschen pingelig. So, das heißt, wir müssen jetzt einmal unsere View dann erstellen. Das machen wir direkt mal mit Dev done und in dem Fall, das ist schon cool bei Copilot, hier bist du sofort fertig. Und ich glaube, es reicht auch. Genauso macht er das dann gleich true. Genauso wollen wir das. Ich glaube, ich kommentiere das erstmal gar nicht so groß. Wir wollen keine HTTP-Response done. Wir möchten, und das ist so nice. Und jetzt kommen wir auf ein Feature, was ich liebe unter Django. Ich möchte jetzt einfach wieder zurück zum Index. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ja, irgendwie schick eine 302 oder 300 Request raus mit der URL, die ich mir jetzt nochmal zusammenbasteln muss. Nein, es gibt so eine richtig geile Funktion. Sorry, es ist mega. Die heißt Redirect. Und ich sage ich einfach nur Redirect und gebe den Namen der URL ein. Also wie ich sie hier definiert habe. Und ich lande am Ende einfach wieder auf Index. Das ist so schön. Es ist so schön. So, und wenn sich später mal von der URL hier irgendwas ändert oder das ganze Modul ändert, ist egal, wird alles mitgezogen. Und das ist so eine schöne Sache einfach in Django. Ich glaube, ihr habt es mitbekommen. So, und in dem Fall passt es soweit. Ja, und dann ist die done. Wir können einfach mal auch done rausgeben, so ein bisschen. Das machen wir jetzt einfach mal hier. Ich bin wirklich mal wirklich, wirklich richtig faul. Ich sage einfach nochmal BR. Und wir sagen small, nicht task date, sondern dann. Ich glaube, das hieß einfach nur dann oder task dann. Fragt mich nicht, warum ich es denn nur dann genannt habe. Ich hätte es, glaube ich, jetzt task dann genannt.
Aber ich glaube, dieses Task-Unterstrich, das hätte man sogar weglassen können. Aber wer weiß, wozu es gut ist. So, das reicht eigentlich schon. Machen wir mal hier, den hier, false. Und jetzt gebe ich mal, ich mache das mal manuell, done und einmal 1 ein, weil unsere ID von Müll rausbringen ist 1. So, hat er gemacht. Und jetzt ist done true. Es ist einfach schön. Können wir hier auch irgendwie sehen. Genau, jetzt ist done true. Ich kann es jetzt tatsächlich selber manuell wieder wegstellen. Save. Habe ich jetzt nochmal geändert. Und jetzt ist es wieder false. Das ist einfach nur jetzt dafür gut, weil wir jetzt dann nochmal ein bisschen hier arbeiten können. So, beispielsweise kann ich mich jetzt hier sagen, in dieses Ginger, if task.done gleich true, macht er das. Else macht er gar nichts. Oder wir können auch das Else wegschmeißen. Das ist egal. Und dann packen wir den Kollegen hier einfach rein. Den Spaß löschen wir. Und dann tut er uns dieses Element nur displayen, wenn dann gleich false ist in dem Fall. Macht mehr Sinn. Genau. So, und dann machen wir das mal. Could not pass the reminder task Punkt dann gleich false if. Task Punkt dann gleich false. Nee, was sagt er denn? Oder wie ein einfaches ist gleich. Das kann auch sein, dass es bei Ginger einfaches ist gleich ist. Nee. Was meckert er denn? If Ginger 2 if. If. Zack. Hier. Ist ja quasi genau das. Haben wir gleich ist. Wobei wir können das, glaube ich, einfach wegmachen. If, weil das, wir müssen es ja nicht vergleichen in dem Fall. If, ich glaube, es geht so. If not task done, dann soll er das anzeigen. Schauen wir mal, ob er das frisst. Damit diesen Klammern, ne? Also du hast ja zweimal geschweifte Klammern offen und Ja, zu hast du und in recht, das diesem. macht keinen Sinn. Hast du recht, ja. Danke dir, danke dir. Wir brauchen Prozent. Und jetzt ist das schon besser. Also If unten auch. ungleich, also ist gleich false. Genau, danke dir. Ja, stimmt, hast du absolut recht. Ja, das sind so die Sachen, die einem Copilot manchmal einbaut. So, ja, stimmt schon. Aber ist es Gott sei Dank selten. Ist es Gott sei Dank echt selten. So, jetzt sieht es schon besser aus. Zack. Ja, natürlich. So. Also jetzt in dem Fall ist es false. Wir können es, glaube ich, auch mal rausschmeißen. Wir haben jetzt unsere andere Bedingung, die wir dann sehen. Und wenn ich jetzt das Ganze wieder mit dann 1 rausbringe, dann ist es weg. Weil es eben gerade gedannt ist. So, ich lade es nochmal neu, speichere. Setze es nochmal zurück im Admin-Interface. Wir müssen heute sehr häufig Müll rausbringen. Dann läuft es wieder. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch für den Rest unserer App. Wir kommen zum Ende unserer App jedenfalls. Dann kommt das Docker-Deployment. Genau, dass einmal den, dass wir das, ja, genau, vom Button sozusagen, dass wir jetzt den Knopf erstellen, der direkt unsere URL dann sozusagen dann aufruft. Das mache ich jetzt einfach mal mit hier ganz am Ende. Ich mache es jetzt relativ easy. Ich nehme einen Link. href und hier gibt er uns irgendeinen Mist ein, das möchte ich nicht, weil hier gibt es nämlich nochmal so eine richtig geile Direktive, die ist nur von Django und die nennt sich URL. Und jetzt gebe ich hier einfach ein, wie das Ding heißt, das heißt dann und jetzt muss ich einmal Variablen übergeben, in dem Fall ist das task.id. Weil ich eben die hier in dem Request erwarte, in dem Done erwarte, genau, und dann sage ich erledigt, das passt in meinem Fall. Und jetzt kann ich hier so eine coole Sachen, Roll gleich Button, glaube ich. Und dann sieht es so aus wie ein Button, meine ich. Zack.
Ist jetzt CSS-mäßig sehr ausbaubar, aber in Anbetracht der Zeit lasse ich das jetzt mal so. So, und jetzt sehen wir hier hoffentlich einmal den Link. Nicht so. Ich klicke Da mal fehlt noch drauf. ein A. Also die spitze Klammer und da kommt A. href ist dieses Attribut dafür. Klar, danke schön. A ist, genau, jetzt aber. Danke dir. Zack. So. Jetzt aber. Jetzt sehen wir das hier unten auch. Generiert uns das richtig von der URL her. Ich sage erledigt und dann ist das weg. Das heißt, ich kann jetzt hier was reinfügen. Test, Test, hinzufügen. Hier haben wir es drin und wir können es erledigen. Dann ist es wieder weg. So, das reicht erstmal für unsere ganz spärliche Funktion. Kann man sicher besser machen, ist ganz klar. Es geht aber auch erstmal nur so um den Zeigeneffekt. So, das reicht für mich jetzt. Ich bin jetzt erstmal fertig mit dem Django-Zeugs. Ich tue hier einfach mal alles rauf. README. Haben wir hier Setup oder sowas. Dev Setup. Setup, genau. Und dann manage.py, müssen wir nichts ändern. Ich glaube, der Rest passt so. Ich glaube, ich habe auch nirgendwo irgendeinen Boilerplate-Code. Sonst schaue ich immer durch, habe ich irgendwo was drin, was ich da nicht mit haben möchte. In dem Fall möchte ich erstmal alles drin haben. Ich sage einfach mal plus und sage add Django Functionality. So, das synke ich nach oben. Ich hoffe, das macht er alles. Tüdelüt und so. Genau, hat er gemacht. Ist in unserem GitHub-Repo drin. Genau, da ist es drin. Perfekt. Und jetzt kommen wir zum Docker-Part. Und das ist jetzt so eine Sache, das ist immer komplett unterschiedlich, teilweise, wie man jetzt sowas eindockert. Und es gibt ultra, also es gibt super viele Möglichkeiten, wie man das macht. Ich würde es jetzt mal vom Event-Management-System ableiten. Darüber geht man über einen Docker-File. Ich habe es letztens gelesen, der wird irgendwie deprecated werden. Ich habe allerdings jetzt da noch nicht mich mit beschäftigt, wie man das sonst machen kann. Was ich am Ende mache sozusagen, ich starte von einem Python-Container aus, installiere da dann Django und hole mir dann sozusagen einmal diese Django-App rein und genau, führe das dann sozusagen aus und schalte einen Reverse-Proxy davor. Als Caddy, glaube ich, habe ich da genommen. Ist eigentlich egal. Ich glaube, ich würde es sogar fast ohne Caddy machen. Ihr könnt das dann selber als Reverse-Proxy einfügen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht so wild. Oder selber einen Reverse-Proxy nehmen dann und dann läuft das soweit. Das heißt, ich brauche erstmal einen Docker-File. Ich gehe hier einfach mal in die. Ich erstelle einfach mal eine neue Datei, die nennt sich Docker-File. So, in dem Fall meckert er bei mir schon, ich brauche eine. Ein Start, wovon wir starten. In dem Fall sage ich from und dann nehme ich hier einmal Python und jetzt kann ich hier einen Tag angeben. Und hier gehe ich mal tatsächlich ins Docker Hub und wir schauen mal, dass wir nach Python suchen. So. Und da sehen wir verschiedene Tags, was es da gibt. Wir können einmal Bookworm nehmen, das ist dann das Debian, Alpine. Ich glaube, ich würde sogar das Alpine einfach nehmen. Das Alpine ist noch ein bisschen schlanker als das Bookworm. Und also wir sehen hier tatsächlich nur 19 Megabyte das Alpine, 360 Megabyte das Bookworm. Für uns reicht absolut das Alpine. Das ist sozusagen das Docker-Betriebssystem schlechthin. So, ich füge mir diesen Tag ein. Passt für mich. Ist mir sonst egal. Dann brauchen wir jetzt hier einmal verschiedene Sachen, die wir hinzufügen müssen. Einmal tatsächlich, ich gebe euch das mal mit. Ich glaube, wir brauchen es hierfür nicht, wenn ihr später Übersetzungen macht. Braucht ihr getText und das braucht ihr von dem Alpine. Das heißt, ich sage hier Alpine Package Console oder sowas oder Konsole add getText in dem Fall. Braucht man sonst, glaube ich, nicht, aber ich glaube, ich würde es mal lassen. So, und jetzt können wir tatsächlich direkt daraus dann einen Befehl ausführen und der nennt sich install minus minus upgrade pip. Das heißt, ich schaue, dass einfach das pip auf dem neuesten Stand ist. Und jetzt, genau, könnten wir verschiedene Requirements reinkopieren aus dem aktuellen Verzeichnis hier. Ich glaube, ich erstelle sogar eine Requirements.txt. Wir machen es mal ordentlich. Python-Abhängigkeiten installiert man immer aus einer Requirements.txt. Requirements.txt. Bei uns würde da nur Django drinstehen aktuell. Dadurch, ich glaube, GUnicorn dürfen wir brauchen, brauchen wir, weil das wird am Ende unser Webserver, den wir verwenden. GUnicorn ist ein Python-Webserver.
Hier haben wir ihn. Den wir dann hier dann direkt damit verwenden können. Also der macht das. Also ist einfach nur dazu da, Python-Sachen als Web auszugeben. Und da braucht natürlich dann Django im Hintergrund. Also JUnicorn läuft mit Django, ist eine der großen Python-Webserver, würde ich mal sagen, die im Hintergrund laufen. So, das heißt, ich gebe hier mal einmal Django ein und als nächstes JUnicorn. Dann habe ich noch Pillow drin. Ich weiß aber nicht, was Pillow ist, bin ich ehrlich. Ich glaube, ich lasse es erstmal aus. Später könnte man dann noch mal mehr Python-Requirements reinpacken, wenn man die später hat. Aber in dem Fall haben wir das nicht. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder meinen Docker-File zurück und sage einmal Copy. Und jetzt kopiere ich mir diese Requirements.txt. Requirements.txt jetzt fügt er das direkt in App-Requirements.txt ein. Am Ende ist das zweite immer unser Docker-Container dann. Ich glaube, ich speichere es einfach mal rootmäßig ab. Mir ist es eigentlich egal. Wobei, komm, App. Ich weiß nicht, aber ob App existiert, ne? Deswegen, ich glaube, ich. Na, wobei, ich glaube, er erstellt das mit dem Copy-Befehl auch. So, und dann sage ich einfach mal run pip install minus R. Das gibt unseren Requirements-File an. Hier müssen wir den Pfad angeben. Und dann haben wir hier dann unsere Python-Sachen installiert von unserem Python-Docker, sodass wir dann sozusagen losgehen können. So, und jetzt dürfen wir einmal, weil es so schön ist, unsere gesamte Demo-Checklist, unseren gesamten Code sozusagen, hier einmal also einmal in diesen Docker-Container übernehmen. Und das machen wir einfach mit einem Copy-Befehl. Und da sage ich einfach mal Demo-Checklist. Copy Demo-Checklist. Nehme ich jetzt einfach mal hier. Glaube ich, referenziere, dass das von hier aus geht. Und das fügen wir einmal in App. Ja, von mir aus Demo-Checklist ein. Ich glaube, ich mache nur App. Das heißt, das ist in unserer App drin. Ja, wobei, unser liegt schon unsere Requirements.txt drin. Dann erstelle ich nochmal einen neuen Ordner da drin. Wichtig ist nur später, wo wir das ausführen. Ja, dann haben wir das soweit. Und dann können wir hier einmal unser Work Directory auswählen. Ich gehe jetzt hier tatsächlich ins Demo-Checklist rein. Da möchte ich drin arbeiten. Und dann kann ich jetzt hier nochmal weitere Möglichkeiten oder weitere Hints erstellen, wo ich jetzt schon definieren möchte, okay, ich möchte beispielsweise jetzt meine Datenbankdaten nicht immer mit neu erstellen oder nicht immer löschen. Das heißt, ich brauche in der Hinsicht, ich sag mal, ein Portal oder eine Docker-Volume. Also am Ende ein Platz, wo wir Docker sagen, hey, wenn wir jetzt sozusagen so ein Docker-Container neu erstellen, löscht sozusagen diese Datei nicht, sondern legt dafür einen eigenen kleinen Speicherplatz, einen kleinen eigenen USB-Stick oder sowas ein, den du dann immer wieder einsteckst, sage ich mal. In Anführungszeichen. Und das machen wir ganz einfach mit Volume. Und ja, ich kenne diesen Befehl tatsächlich gar nicht. Und dann sage ich einfach mal, wie soll unser Volume heißen? In dem Fall heißt es mal SQLite Data. Und jetzt nach dem Doppelpunkt sage ich, wie binde ich das ein? Und in dem Fall müssen wir mal schauen, wie das heißt. Es wird in Demo-Checklist drin sein, db.sqlite 3, aber direkt in Demo-Checklist, oder? Genau, direkt neben der manage.py. Das heißt, ich füge das ein und sage dann hier einmal db.sqlite 3, dass ich genau diese Datei hier nehme. Ich glaube, das geht sogar. Hoffe ich. Weißt du das zufällig, Hauke? Weil in einem Beispiel habe ich es nämlich mit einem extra Ordner gemacht. Ich weiß es nicht, also probier es einfach aus und wenn es nicht klappt, läuft es nicht. Ja, ne, meine Güte, dann müssen wir es auch ändern. So, dann sind wir fast fertig. Work the App Volume. Entry Point haben wir nicht. Ich glaube, dann können wir tatsächlich easy peasy schon anfangen mit unserem mit unserer Manage.py zu arbeiten. Wichtig, unser Worktier ist jetzt schon in der Demo-Checklist. Wir sind direkt neben der Manage.py, deswegen dürfen wir die aufrufen. Collect Static, No Input. Das ist tatsächlich, brauchen wir in dem Fall noch nicht. Ist später wichtig, wenn wir Static-Files haben. Da muss man noch ein bisschen was anderes, glaube ich, berücksichtigen. Vor allen Dingen, wenn man Static-Files hat, die man abspeichern möchte. Da braucht man dann nochmal ein neues eigenes Volume. Das spare ich uns aber für heute. Aber ist erstmal gar nicht so schlecht, wenn man es drin hat.
Und dann gehen wir hier weiter mit Run und dann Compile Messages. Das ist dann für die Übersetzungen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Da können wir einfach mal auch mal reinschreiben. Translation. Und dann Static Files. Und dann gehen wir hier einmal mit Migrate. Das ist wichtig. Wir migrieren erstmal. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir führen ein Migrate auf unsere Datenbank aus oder erstellen die überhaupt, wenn es es noch nicht gibt. Und Create Super User könnten wir noch mal erstellen. Stellen wir uns das hier Copilot vor. Möchte ich in dem Fall gar nicht. Weil, ja, nee, also möchte ich nicht. Ich möchte es später nicht debuggen. Auch in dem, also in dem fertigen Docker-Container nicht. Könnte man jetzt hier machen natürlich. Nee, möchte ich aber nicht. Ja, und dann sind wir da eigentlich fast durch. Ich würde jetzt am Ende einfach sagen, wir brauchen unseren Entry Point. Und hier dürfen wir unsere Executable reinschmeißen. In dem Fall habe ich jetzt hier eine EntryPoint.sh-Datei erstellt. Was steht denn da drin? Da steht wahrscheinlich der Rest drin. Migrate, Compile Message, Collect Static, No Input, so weiter. Nee, ich glaube, wir machen das selber. GUnicorn. Und dann füge ich jetzt hier einmal, ich sag mal, die verschiedenen Befehle ein, die nach und nach jetzt hier in dem Array, glaube ich, reinkommen. Das heißt, ich brauche hier auf jeden Fall ein Komma. Und das ist jetzt die Unicorn-Syntax für diesen Webserver, dass wir da dann unser Python dann sozusagen reinbringen. Das heißt, unser Ding heißt in dem Fall, das ist einfach eine Sache, die muss man nachschauen, für die Unicorn. In dem Fall geben wir erstmal den Namen unserer unsere App ein, also die hier, Demo-Checklist, Demo-Checklist und dann sagen wir Punkt. Und jetzt ist es wichtig, hier haben wir einmal WSGI. Das nutzen wir. WSGI. Doppelpunkt Application. Und dann geben wir ein neues Argument ein mit minus minus bind. Jetzt sage ich ihm, wie soll er das binden? Also wo soll am Ende der Dienst zu sehen sein. Und in dem Fall sage ich einfach mal 0.0.0.0, das heißt auf jeder IP-Adresse hören, und zwar mit dem Port 80. Genau. Und das ist es eigentlich auch schon. Das ist eigentlich unser Docker-File erstmal. Und hiermit können wir ganz viel Schabernack treiben. Joa. Ich glaube, ich nehme es hier auf einen eigenen Port, beispielsweise Port hier 3011 2 oder sowas. Wobei 3, 11, 23, weil ich es kann. So. Das ist jetzt einfach ein zufälliger Port. Und dann kann ich da später, wenn ich einen Reverse-Proxy habe, auf diesem Port sozusagen zeigen. Und dann habe ich das sozusagen eingedockert. So. Das wäre es eigentlich auch schon fast gewesen. Jetzt müssen wir unseren Docker-File irgendwie ausführen. In der Hinsicht, also das ist jetzt, ich sag mal, relativ einfach eingedockert. Was wir auch noch machen können, ist diesen Docker-File in ein komplettes Docker-Compose reinbringen. Da habe ich jetzt aber in meinem Fall beispielsweise bei dem Event-Management-System nur noch einen Caddy drin, den ich jetzt hier erstmal, ich glaube, in Anbetracht des Beispiels auch erstmal sein lassen möchte, weil dann müssen wir nochmal Caddy-Sachen lernen. Ich glaube, das reicht für heute schon. Kannst du die Requirements nochmal zeigen? Klar, ist nur Django und GUnicorn. Was zum Geier ist Tailwind? Boah, Tailwind ist am Ende ein CSS-Framework sozusagen, womit du ziemlich abgespacede Sachen machen kannst. Ja, Tailwind ist cool auf den ersten Blick. Ich finde es fast zu mächtig, für mich jedenfalls. Aber natürlich ist Tailwind ja, auch wieder ein schickes Framework für CSS oder für Themes sozusagen, für Styles. Aber ich finde diese riesigen Tailwind-Befehle, die du dann als Klasse reinschreibst, wo du dann irgendwie hier deine 5 oder 10 oder 15 Sachen reinpackst, das finde ich einfach zu viel. Aber ist cool. So, okay. Dann würde ich sagen, probieren wir das doch mal aus, Hauke, oder? Ja, mal gucken, ob das jetzt alles sich zusammenfindet und dann wirklich losläuft, ne? Ich gehe da stark von aus. Wahrscheinlich, How to run wahrscheinlich. a Docker-File. Docker build minus minus tag. Docker run detach. Okay. Anscheinend so. Machen wir doch mal. Ich glaube, hier erstelle ich tatsächlich einfach mal eine run-docker.sh. Dann müsst ihr da das später nicht nachschauen. Also ich sage hier einfach mal bin bash und dann sagen wir einmal
Build Image, Edit Descriptive Tag. Ja, ich habe ja nachgeschaut im Internet, aber der macht das wahrscheinlich auch selber für uns. Docker Build minus minus Tag und in dem Fall gibt er irgendeinen Tag aus. Ich sage in dem Fall jetzt einmal Demo Checklist. Und jetzt gebe ich einen Namen ein oder einen Ort, wo der Docker-File zu finden ist. Der ist in dem Fall im gleichen Directory wie diese run-docker.sh. Und dann sage ich einmal run-docker. So, und dann können wir hier tatsächlich direkt einen Port einstellen. Das ist eigentlich auch ganz nett. In dem Fall ist es jetzt hier dieser Dings hier. Ich glaube, ich leite das einfach mal durch. Wobei, wisst ihr was? Dann packe ich das hier auf die 80. So. Dann können wir nämlich hier selber den Port bestimmen. 8000 ist, denke ich, okay. Unser Development-Server mache ich mal aus. Und dann können wir hier unseren Kollegen auch schon ja, laufen lassen. Ich glaube, das reicht schon. Hier können wir nochmal ein minus minus detach eingeben und ein minus d. Das heißt dann ganz einfach, also minus p, das gehört zusammen, minus d. Das heißt einfach, ich möchte gar nicht... Ich möchte es einfach dann für immer laufen lassen, sozusagen. Ne? Vielleicht nochmal hier ein minus minus restart. Restart gleich, ich sage immer an, unless stopped. Bis du das stoppst, selber soll das laufen. Das heißt, dann würde das auch, ich sag mal, einen Neustart überleben. So, das machen wir doch mal, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe hier einen Docker drauf und hier ist sogar ein bisschen was drauf. Genau, ein Event-Management-System ist sogar drauf. Ja, legst dich nieder und stehst nimmer auf. Ein Paperless ist drauf. Und ein bisschen zum Ausprobieren. So. Gut, also dann würde ich mal sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich gehe mal in das Git Repository, wo ich eben war. Das Django Docker Example LS. Hier haben wir das. Hier haben wir unsere run.docker.sh. Und ich glaube, das ist das Einzige, was wir jetzt ausführen müssen. Also diese Datei führen wir aus. Der Rest sollte jetzt vollautomatisch funktionieren. Das heißt, ich gebe ein bash run.docker.sh und R. Lädt sich erstmal Python runter, das sieht schon mal ganz gut aus. Und macht sein apk-add get-text. Ich glaube, das ist später wichtig für die Translation. Haben wir jetzt noch mitgenommen. Wir upgraden unser pip-install. Sieht gut aus. Ja, hier pip as the root user can run in broken, result in broken permissions. Das ist so eine Docker-Spezialität. Ich habe das bis jetzt immer gekonnt ignoriert. In dem Fall hat es aber hier Django heruntergeladen. Das G-Unicorn hat heruntergeladen. Und kopiert hier die ganzen Sachen rein und so weiter. Sieht alles gut aus. Running macht hier auch so einen Spaß. Hier sieht man tatsächlich ein bisschen was. Und es ist abgestürzt. Aber das ist okay. So, wir haben run Python manage py collect static no input. You are using static files app without having the static root setting in the file system path. Okay, in dem Fall, ja, war ich ein bisschen voreilig. Den Kollegen hier, der ist später wichtig für static Sachen. Wo war er? Hier, static files. Wir haben aber gar keine static Sachen und dafür müssen wir nochmal settings in den settings.py setzen und das ist mir egal. Von daher lasse ich das jetzt mal, ich sag mal, durchlaufen, beziehungsweise habe es auskommentiert. Und dann sehen wir hier, this script should be run from the Django git checkout or your project or app tree with the settings module specified. Sagt dabei run manage py compile messages. Das heißt, er hat hier nochmal bei dem run Problem. This script should be run from the Django git checkout or your project or app tree or with the settings module specified. Eigentlich machen wir das. Wir geben hier als Work Directory unsere App-Demo-Checklist an und eigentlich müssen wir hier unsere ManagePy finden und so weiter. Aber er sagt, es gibt Probleme. Schauen wir mal. Ansonsten packen wir tatsächlich nochmal einen eigenen SH-File rein. Compile-Messages. Compile-Messages haben wir aber auch nicht. Ich packe mal das Compile Messages raus. Und wir machen nur das Migrate dann. Also ich packe mir den Spaß hier raus, Compile Messages, dass wir nur noch dieses Migrate machen. Weil wir haben, wie gesagt, diese ganzen Sachen noch nicht. Ich glaube, deswegen meckert auch rum. Migrate. Das sieht gut aus. No migrations to apply. G-Unicorn, successfully built. Hey, hat funktioniert. Also, mit unseren Sachen, die wir gar nicht nutzen, habe ich die mal rausgepackt. Für später könnt ihr die aktivieren, wenn ihr möchtet. Aber jetzt läuft das Ding.
in einem Docker-Container und wir können es unter, wo haben wir es ausgerufen? Unter Port 8000 können wir es jetzt finden. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Localhost 8000. ja, also es läuft, aber Connection refused. Da schauen wir nochmal nach, was da los ist. Ich sag mal Docker PS. Wir sehen hier haben unsere verschiedenen Sachen und ich brauche Event Management System. Ne, das ist ein anderer. Der ist gar nicht mehr drin. Der ist schon abgestürzt anscheinend. Kann das sein? Oder siehst du den hier? Ich mach mal ein bisschen kleiner. Da oben bestand irgendwie was 5000 auf 8000. Ist der 8000er Port schon belegt mit Paperless? Sonst würde er uns das eigentlich sagen. Ne, also 8000 ist ja dann intern im Paperless, also uns interessiert die vordere Zahl, ja. Aber ach so, okay, sehen gut. Hm? Nicht mehr. Docker PS minus minus oder minus A, glaube ich. Jetzt sehen wir hier alle. Oh, Roundcube Mail, ich weiß auch gar nicht mehr, was da. Oh, hier ist so viel Mist drin. Oh, Hilfe. Hilfe, hier haben wir Demo-Checklist. Exited a minute ago. So, was machen wir jetzt hier? Gar nicht so schlecht, dass wir das mal mitbekommen haben. Docker Logs und ich schaue einfach mal rein. No such container demo checklist. Okay. Also er hat das irgendwie gebildet, aber irgendwie mag er das nicht so. Ich schaue mal in Docker Images. Docker Images. Hilfe. Hier haben wir unsere demo checklist. Das heißt, ich versuche mal den Befehl selber auszuführen. Copy. Ich schaue mal, ob ich in Stack Overflow was habe. Minus, minus detach, sagt er. Und dann sagt er Image Name. Ah, er hat das hier in einen String gepackt. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, ich führe einfach nochmal das Run-Script raus. Es kommt aus Gleiche raus. Zack, weil er cached das alles. Docker PS. Nö. Nö, 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 nö. Dann machen wir das selber manuell. Kopiere. Ja, hier macht das. Hier macht das. Nicht im Bash-Script macht das. Ja, gut. Denke ich mal, oder? Oder ist es wieder weg? Ist wieder weg. Ist ja witzig. Sonst nimm doch mal das Minus D weg, dann bleibt es ja im Vordergrund. Ja, so recht. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Informationen. Ah. Restart. Okay. Dieses Restart Understopped, das dürfen wir hier reinpacken, davor. Weil sonst würde er hier den Rest als Argumente für den Webserver sehen. Ist eine coole Funktion, kann ich noch nicht. Aber deswegen hat er hier dann Problemchens. Na, dann machen wir das nochmal ohne minus D und schauen mal, ob das jetzt läuft. Ja, sieht gut aus. So, das läuft. Wir schauen, ob wir das jetzt mal finden. Zack. Ja, so hast du, so ist das. So, jetzt haben wir einen Docker-Container mit unserem Django, mit unserer Django-App und das läuft alles. Na, wir können jetzt Aufgabentitel erstellen. Müll rausbringen. Huhu. Hinzufügen. Dann haben wir das drin. Wir können auch einen zweiten erstellen. Chest. Chest. Hinzufügen. Haben wir den zweiten drin. Hallo. Hier, ne? Hallo Welt. Hallo Welt. Beschreibung. Ich glaube, ich kann sogar Steuerung und Enter drücken, weil das mein Browser vielleicht unterstützt. Macht er nicht. Eingabetaste? Nee. Macht er nicht. Aber ich kann mit Tabulator auf den Hinzufügen-Button klicken. Ha. Cool. So, und dann haben wir das hier auch drin. Das CSS ist hier wirklich, das ist wirklich dürftig. Ich glaube, ich würde sogar, also es gibt das Grid in Pico CSS, dann würde ich den Button davor machen und dann hier wie das Ding danach oder so. Oder weiß ich nicht. Also man kann das schon schöner machen, aber es ist jetzt nur für den Test. Ja, jetzt haben wir hier einmal unsere Django-App erstellt. Und das Coole ist, wenn ich den Docker-Container jetzt stoppe, das ist das Coole, und ich starte ihn nochmal, dann hat der die Sachen hier gespeichert, wenn ich neu lade. Na? Und damit, glaube ich, haben wir bewiesen, dass wir keinen Ordner verwenden dürfen. Also, dass wir kein Volume in eine Datei mounten dürfen. Ich glaube, das ist die Sache.
Wir schauen uns das mal an. Wir können tatsächlich auch in so einen Docker-Container gleich reinschauen. Das machen wir gleich mal. Und schauen wir uns mal an, wie das da drin aussieht. Run minus D, sage ich mal. So, hier minus D. Zack. Und jetzt läuft das. Und jetzt gehen wir mal mit. Achso, das habe ich gebraucht eigentlich. Docker exec. Ne, minus IT, glaube ich. Exec. Ah ne, IT, dann geben wir einmal unser Bash-Ding ein, unser ID. Dann sagen wir einmal nee, Exec. Und sagen wir Bash minus L. Und dann kommen wir hier in einen, wenn wir alles richtig gemacht haben. Sonst muss ich kurz nachspicken. Exec minus IT. Bash muss ich auch richtig schreiben. Oh, er hat kein. Oh, das ist blöde bei dem Alpine. Alpine hat keine Bash, aber Alpine hat SH. So, jetzt bin ich mit diesem Befehl docker exec minus it. Jetzt habe ich den Code eingegeben. Es gibt auch einen kürzeren Code, den man nur verwenden kann. Und, oder den Namen des Docker-Containers. Und dann habe ich jetzt hier sh einmal drin. Ah, das sieht man gerade nicht. Hier einmal. Oh, jetzt sieht man es auch nicht mehr. Hilfe, Hilfe. Hier. Hier sehen wir das, weil wir nämlich eben drüber waren. Hier. Exec sh war das eben. Oh, jetzt hat das irgendwie weggemacht. Jetzt hat es weggemacht. Ich schreibe ich den Befehl gleich nochmal hin. Den mache ich immer auch mal in die README rein. Das ist nämlich auch nochmal eine coole Sache. In Docker Bash zugreifen. Oh, das ist jetzt hier. Egal. So, zack. Bash und dann fügen wir das hier ein und dann sagen wir hier Docker-ID beispielsweise. Und mit diesem Befehl, in dem Fall mit sh, also wenn wir jetzt einen Bookworm als Image genommen hätten, würden wir auch die Bash haben. Jetzt haben wir nur die sh, das ein bisschen weniger kann. Und dann könnt ihr da auch tatsächlich in diesen Docker-Container eingreifen. So, das machen wir mal schnell. Jetzt sind wir da drin und jetzt schaue ich mir das mal an. Wir haben hier zwar eine DBSQLite 3, aber die ist irgendwie, wird die nicht mitgenommen anscheinend. Ich schaue mal in Docker Volumes nach, ob wir hier die Volume SQLite Data finden. Ich hoffe, sie hat einen schönen Namen, aber ich gehe davon aus, dass sie keinen schönen Namen hat. Das heißt, ich muss in den. Ich schaue mal, ob ich hier über die ID was finde. F826. Können wir vielleicht mit Grab mal durchgeben. Grab F826 war das, ne? Ne, findet dann nichts. Weil sonst können wir nämlich auch einfach mal in den Docker-Container reinschauen, was das so macht. Wir können uns aber auch nochmal die Docker-Config gleich anschauen. Docker PS, hier sehen wir unseren Docker-Container. Docker-Config. Oder Volumes, kann ich hier Volumes eingeben? Oh, Volume. Ah ne, das ist nur wieder der Spaß. Ich sag mal Config. Und dann schauen wir uns mal den hier an. Create Inspect. Ich bin ein ganz schlechter Docker-Typ. Ne, wir können hier nicht unseren Docker-Container. Ich glaube, da müssen wir mal schnell suchen im Internet. Docker get all Docker Volumes of Container. War das nicht schon die Docker Volume und LS? Ja, da kriegen wir ja alle. Das ist ja viel zu viel. Ach so, alle. Ah, okay. Ha, wir können mal schauen, ob wir über ein Volume Name geben. Das war der andere hier. Hier der Terminal. Docker Volume LS. Aber er sagt nur Volume Name und halt nicht unseren.
Driver, Mount Point, Labels, Vocal, Volume Inspect ist okay, aber ich will von einem Docker Container hier vielleicht das da. Docker Inspect. Ah, das suche ich die ganze Zeit. So, Docker Inspect und dann brauchen wir einmal unsere ID. Die haben wir hier einmal. Demo, die hier. Zack, und vielleicht noch ein Leerzeichen dazwischen und dann läuft das auch. Hier sehen wir nämlich jetzt die ganze Config, Network Settings und so weiter. Und schauen wir mal, ob hier ein Mount drin ist. Volume ist drin. Docker Volume, das ist drin. SQLite Data heißt die. Das ist die Destination. Naja, ich hätte gewartet oder ich hätte wenigstens gewettet, dass die ein bisschen schöner aussieht. Hier ist der Name. Hier sehen wir tatsächlich die Source. Und jetzt schauen wir uns das mal an. LS. Ah, sudo. Weil das ist natürlich root. Und hier ist nichts drin. Also, er macht das wahrscheinlich nicht, weil, weiß ich nicht. Aber er macht das nicht. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal doch umändern, dass wir da in einen Pfad gehen. Und diese Datenbank in einem eigenen Pfad abspeichern, in einem eigenen Ordner. Dafür müssen wir einmal in die Settings gehen von dem Kollegen. Und wir sehen, hier haben wir unsere Databases. Und hier haben wir einmal BaseDir. Und dann sage ich hier einfach mal DB. Und dann tue ich das da einfügen. Also ich erstelle hier einen Ordner namens DB nochmal drin. In unserem, weiß ich nicht, muss ich mal schnell nachschauen, wo ich das genau drin habe. Ich gehe mal in meine Settings Py. Wo habe ich denn das drin? Das seht ihr gerade nicht. Das soll auch so sein. DB einfach, ne? Genau, DB. Das brauche ich sogar gar nicht. Aber in dem Fall ist es eigentlich egal. Und das Ganze, der Ordner erstellt sich dann in diesem Ordner direkt drin, wo die Manage.py liegt, glaube ich, oder? Genau. Ja, das heißt, ich erstelle jetzt hier einmal neben der Manage.py nochmal einen neuen Ordner, der nennt sich DB und ich sage einfach mal Git Keep. Damit sage ich GitHub oder Git generell, bitte nimm den Ordner mit rein, auch wenn sonst keine andere Datei drin ist. Genau. So, das haben wir drinnen, das müsste in den Settings jetzt schon reichen. Jetzt müssen wir hier nochmal im Docker-File nachschauen. Dass wir hier einmal das Directory hier angeben, db. Und jetzt müsste das Directory gesynkt sein und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Na, schauen wir mal. Ich glaube, das müsste es schon gewesen sein. Wir haben in den Settings einmal hier das angepasst, dass es unter db läuft und im Docker-File angepasst. Und dann müsste es eigentlich auch schon sein. Das heißt, wir probieren das nochmal aus. Ich gehe mal raus, Exit. Und wir waren hier drin stehen geblieben. Das heißt, ich sage einfach tatsächlich bash run docker.sh. Macht dann nochmal alles. Und dann sollten das am Ende laufen. Schauen wir mal. Er macht hier seine Migrations. Das sieht schon mal gut aus. Endpoint bind 80. Endpoint failed, port already allocated. Das liegt daran, dass wir noch unseren alten drin haben. Das heißt, ich sage docker stop einmal den hier und docker rm den hier. So, und jetzt füllen wir das nochmal aus. Zack, jetzt cached er das alles. Das heißt, er macht nicht mal alles von neu. Ja, geht tatsächlich auch in der Regel ziemlich gut, würde ich sagen. So. Und dann schauen wir doch nochmal nach, ob das jetzt funktioniert. Localhost 8000. Jetzt ist hier gerade nichts drin, so soll das sein. Wir haben ja den Pfad geändert von den Sachen. So, jetzt ist hier Test drinnen. Das heißt, wenn ich jetzt einmal den Docker-Container rausschmeiße, Docker Stop, den hier. Und dann sage docker rm. Das dauert immer ein bisschen mit GUnicorn tatsächlich. Das ist witzigerweise, also ist echt witzig. Der braucht echt ein bisschen runterzufahren, dieses GUnicorn. Docker rm. Nein, 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 nicht das. Sondern nur diese ID.
Da haben wir sie. Und jetzt sage ich nochmal Bash Run. Also jetzt funktioniert das nicht mehr. Ja, den haben wir gerade komplett rausgeschmissen. Wir haben quasi auch keinen Docker-Container mehr drin, aber das Volume sollte eigentlich gesichert sein. Und jetzt sollte er das Volume mit einbinden. Das sieht hoffentlich nicht schlecht aus. Nein. Eventuell cached er das. Eventuell ist das ein Problem. Eventuell cached er das. Blöd. Ich schaue mal jetzt in dieses mit dem Docker-Inspect rein, ob da was steht. Ja, dafür brauchen wir natürlich die neue ID. Die nehmen wir mal hier. Docker Inspect. Wenn du Ideen hast, Hauke, immer gern Bescheid sagen. Also Docker ist nicht so wirklich meine Baustelle. Okay. Also das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, was mir aufgefallen ist, dass du einmal am Anfang so einen Schrägstrich gesetzt hast, also hast also einen absoluten Pfad genommen hast und dann hast du es weggelassen. Da ich aber nicht weiß, wie jetzt die Synth oder wie Docker das handhabt, kann sowohl das eine als auch das andere richtig sein. Ne? Also ja, genau, also weglassen oder nicht weglassen. Oder hier das da? Ja, vielleicht oder vielleicht nicht. Das ist okay, das ist eigentlich egal. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich schau mal schnell nach, aber danke. Ja, ich schau mal schnell nach, ich habe es ohne dem gemacht. Ja, aber eigentlich müsste das passen. So, wir schauen jetzt nochmal in diese Volumes rein. Hier ist nichts eingehangen. Eventuell bin ich auch einfach nur komplett lost und wir brauchen dafür den Docker Compose, dass er einfach den Container, also die Volume vom Container mit removed, was aber eigentlich keinen Sinn macht. Eigentlich nicht. Eigentlich sollte es nicht. Hier haben wir unsere Volume drin. Hier haben wir sie. Ich schaue mir das mal an, was da jetzt drin steht. Copy. So, also hier ist, also wobei er hat da eigentlich alles ge. Vielleicht sollten wir doch das neu bauen, diesen Container. Weil er cached ja das Ganze vor. Und eventuell ist das wirklich ein Caching-Problem. Ne, wir waren hier stehen geblieben. Dann gehen wir hier nochmal rein. Sudo ls. Hier habe ich das drin. Weil hier ist nämlich nichts drin aktuell. So, und wenn ich jetzt hier Test hinzufüge, also jetzt müsste ja auf jeden Fall was drin sein, hat auch irgendwo drin. Jetzt müsste es eigentlich drin sein, hat er aber nicht. Das heißt, irgendwie ist da noch was komplett im Argen. Im Argen. Schau doch mal, dass ich mir das nochmal zu Gemüte führe. Hier waren wir stehen geblieben. Wir gehen hier einfach mal rein und gehen hier in die Docker-ID. Zack. Zack. Schön, wenn ich mir die Befehle falsch rauskopiere. Ich gehe mal in meinen Spickzettel rein. Der ist jetzt hier rechts geöffnet, ist mir egal. So, ich brauche Docker Cheat Sheet. Ich habe mir so ein Docker Cheat Sheet geschrieben. Docker exec-it. Exec-it und dann das sh kommt am Ende. Oder bash dann sozusagen. Genau. So, das sieht schon besser aus. Oder Container-ID habe ich es genannt. So, nehmen wir dann mal rein hier. Und dann nehmen wir nochmal die ID. Die füge ich mal ein. Zack. Jetzt sind wir da drin. So, und diese DB SQLite3 ist jetzt da drinnen. DB ist auch erstellt, da ist auch eine SQLite3 drin. Also eigentlich hat er das richtig erstellt. Diese SQLite3, die am Anfang, die hat er einfach nur mit reingenommen, also weil die hier drin ist, weil nämlich hier noch unsere SQLite3-Datei liegt. Wenn ich die deleten würde, dann, weil er ja alles rüber kopiert sozusagen. Ich glaube, ich muss das nochmal cachen oder sowas neu cachen oder neu bauen. Docker Build Dockerfile No Cache. So, jetzt hört man mich noch? Ja, man hört mich noch. Genau. Der Hinweis von YouTube, der mit dem, dass bei jedem beim neuen Anlegen vom Container legt er ein neues Volume mit Random ID an, soweit ich weiß. Also,
Ja, das ist ein Argument. Das ist schon Sagt ein hier, wo es, Argument. also würde es denn jedes Mal ja wieder von vorne durch, also wieder bei Null beginnen, dann legt Django eine neue Datenbank an. Und worüber ich jetzt gestolpert bin, über diesen Docker Volume und Create Befehl. Vielleicht musst du so ein Volume erstmal anlegen, sodass es auch Das wirklich ist ein stabil Punkt. bleibt und Das ist ein Punkt. Weil ich habe das hier ein bisschen also. anders gemacht. Ich habe zwar hier SQLite Data mit reingenommen. Also hier, also das ist jetzt mein vom Event Management System, da habe ich mir das rausgeklaut. Und aber ich habe noch einen Docker Composer und hier werde ich wahrscheinlich SQLite Data unten reingeschrieben haben, ja. Und damit erstellt er das. Das heißt, wir sollten zuvor einmal das Volume erstellen. Das ist eine Idee. Das ist eine Idee. Machen wir doch direkt mal hier in unserer Run Docker. Dann sagen wir einfach mal Docker funktioniert das so? SQLite. Oder andere Hinweis davon, also anstelle von so einem Volume, also einen Pfad auf dem Host zu mounten. Ja, also es eigen macht eigentlich am meisten Sinn. Habe ich mir auch schon überlegt. Wir probieren es mal. DB. Dann müsste er den hier nehmen. Schauen wir mal. Das ist eigentlich das Einfachste. Man kümmern wir uns nicht um das Docker Volume Create und so rum. Da habt ihr schon recht. Ja, danke, ne, für euren Input. So, dann machen wir das mal raus wieder. Und jetzt schauen wir mal, ob das läuft. LS. Ah, hier sind wir noch drin in diesem Docker-Container. Da gehen wir mal raus. Und dann sagen wir mal Bash Run Docker.sh. Macht er nochmal alles? Macht er mit DB? Sieht soweit gut aus. Ah, ja. Oh. Ganz ehrlich, wenn jemand von euch gut Docker kann, kann man in einem Befehl, in einem einzigen Befehl, so einen Docker-Container stoppen und aber auch direkt gleich removen. Ich kann das nicht. Aber bis jetzt noch nicht. Wenn jemand von euch so einen Befehl hat, boah, ich würde mich riesig freuen. Genau. Dankeschön, Variable Boss Best Boost. Müsste ich eigentlich schon gemacht haben mit dem Host Data. Also ich habe hier in dem Docker-File einfach jetzt hier angezeigt, ich möchte den lokalen Pfad und zwar mit DB drin haben. Aber weil wir hier noch keinen Ordner mit DB finden, mal schauen. Vielleicht muss ich das auf Volume-mäßig auch anders reinpacken. Jetzt müssen wir hier eigentlich DB finden, ne? Ah ne, noch nicht, weil wir es noch nicht erstellt haben, glaube ich. Glaube ich. Vielleicht macht das dann erst beim, wenn wir. Ne, doch, wobei, ist ja schon der Docker, ist erstellt. RM-F. Ah, okay, danke schön. RM-F, das ist natürlich. Hätte ich selber drauf kommen können, aber nee, die ganzen Jahre. So, jetzt ist hier nichts drin, aber ich habe das Gefühl, dass es noch nicht erledigt ist. So, wenn ich jetzt nur mal Docker, oh, RM-F, probiere ich direkt mal. Oh, nice, dankeschön. So, und jetzt fügen wir das nochmal ein. Und jetzt bauen wir das nochmal. Und ist jetzt doch das S nochmal da? Nee. Aber er hat das noch nicht mitbekommen, Volume. Ich glaube, wir können es anders machen in dem Docker-File. Wir können einfach das in den Docker-Befehl mit reingeben. Volume. Genau. Gleich. Und dann sagen wir einmal DB. Und dann fügen wir das so ein und gehen also übergehen den Docker-File in der Sicht. Bei einem Docker Compose-File würde ich es wahrscheinlich ähnlich machen. Weiß ich nicht, beim Docker Compose-File, ich habe hier noch so ein Static beispielsweise rumliegen und das Static tue ich hier tatsächlich auch direkt mounten. Also auch in diesem Volumes von diesem Django Unicorn. Ich glaube, so macht es sogar am meisten Sinn, dass wir das gar nicht in Docker-File reinschreiben, weil der ist mir suspekt in dem Fall und wir hauen das hier direkt in den Befehl rein, weil dann.
zwingen wir ihn dazu eigentlich. Das heißt, wir können auch mal ein minus minus name angeben. Das ist vielleicht noch mal entspannter. Demo-Checklist. Endfall brauchen wir nicht. Dann können wir nämlich docker-rm-f. Dann können wir nämlich später einfach den Namen Demo-Checklist eingeben. Das ist entspannter. Schauen wir mal, ob er das macht. Na, hat er jetzt gemacht. Aber vielleicht, ich bin auch vielleicht ein Dussel. Ich bin, glaube ich, auch ein richtiger Dussel. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Also erstmal, das hat nicht funktioniert. Restarting. Ja, restart die ganze Zeit, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ich glaube, ich bin ein absoluter Dussel. Und jetzt weiß ich auch, warum ich das gemacht habe. Ich führe hier im Docker-File ein Migrate aus. Das ist absolut blöd. Weil hiermit erstelle ich schon die Datenbank immer neu. Und eigentlich möchte ich das zu Runtime machen. Weil wenn ich eine vorhandene Datenbank nutzen möchte, dann ist immer zum Zeitpunkt dieses Docker-File-Erstellungs ist auf jeden Fall noch keine Datenbank vorhanden. Das heißt, ich überschreibe das immer. Das ist absoluter Müll, den ich hier mache. Das heißt, dieses manage.py bitte hier nie reinmachen. Ich glaube auch die Dinger nicht. Dann machen wir es doch wie in dem anderen Projekt. Und zwar mache ich hier einen Entry-Point.sh. Und hier kommen meine ganzen schönen Sachen rein. Ich glaube, das ist das Problem. Ist eigentlich, ja, muss man wissen. Run tun wir mal raus. Ist ein ganz normaler sh-File. Hier, ich mach mal ein Bash rein. Wobei, man kann eh nichts anfangen im Alpine mit Bash. Von daher machen wir hier unser sh rein. Python manage.py migrate. Und jetzt starten wir den Server. Und zwar nämlich, wie wir hier in einem Docker-File haben. Und das ist cool jetzt beispielsweise bei Copilot. Ich habe das nicht im richtigen Format. Ich sage ihm das einfach nur und er macht mir das. Ja, doch, macht er. Aber er macht keine IP-Adressen. IP-Adressen kann er nicht. Darf er nicht. Müsste es eigentlich genau das gleiche sein. Ja. So, dann haben wir das. Und diesen Entry Point, den kopieren wir uns rein. Das machen wir hier auch einfach nochmal. Copy Entry Point.sh in App Entry Point.sh. Und das ist dann auch unser Entry Point. Und der ist dann einmal sh und in dem Fall dann App Entry Point. Na, fast. Hier, appentrypoint.sh. Und dann macht er nämlich den ganzen Spaß selber und dann erst zur Laufzeit und dann sind nämlich alle Volumes eingebunden. Containername steht mitten in den Argumenten, deswegen startet er wieder nicht. Ach, dankeschön. 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 Wenn ich euch nicht hätte. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt läuft. Bash run, wir müssen erstmal hier docker rm-f. Oh, ich liebe den neuen Befehl, ich sag's wie es ist. Ach, wir können es immer Demo-Checklist eingeben, weil er auch irgendwie mit dem Namen. Okay. Ja, genau, weil ja, das ja nicht funktioniert hat. Zack. Und jetzt sagen wir run docker. Includes invalid characters for local volume name. Müssen Anführungszeichen drumherum? Ich mach das mal rein, ja. Aber. Ich mach das mal rein. Der failed beim Copy. Also er fällt schon früher. Copy failed. File not found in. Ah, weil ich mich auch verschrieben habe. Klassischer Verschreiber. Man kennt's. Danke dir. Run docker. Entry point is age. Docker file hier. Schauen wir, wie ich Entry Point geschrieben habe. Entry Point. Jetzt sieht das schon besser aus. Jetzt macht das nochmal. Und dann schauen wir mal.
Dann schauen wir mal unsere altbekannte Root Message. Aber das ist für uns eigentlich nicht wild. Use absolute path. Wir müssen hier einen absoluten Pfad angeben. Wir dürfen keine lokalen Pfade angeben in dem Run Docker SH. Das heißt, ich müsste sowas dann, aber dann mache ich hier mal Home. Kriege ich hier User raus? Mal schauen. Und dann .db oder sowas. Ist ja nur, ne? Also ihr würdet euch das wahrscheinlich mit nochmal anpassen hier. So, machen wir hier mal. Ich hoffe mal, wir kriegen hier User raus. Echo User. Ja, kriegen wir raus. Mal schauen. Macht er. Docker PS. Demo Checklist ist up and running. Funktioniert. Hier ist noch nichts. Jetzt schauen wir mal, ob in meinem persönlichen Ordner unter .db was liegt. Punkt Dart ist mir egal. Punkt DB. Ja, es liegt was. Schaut mal. Hier ist unsere db-sqlite3-Datei. So, jetzt trage ich hier was ein. Test, Test, hinzufügen. Das ist jetzt drin. Können wir neu laden. Ist mir egal. Und jetzt gehen wir nochmal raus und removen den ganzen Spaß. Docker rm-f Demo-Checklist. Jetzt hat es mit dem Namen auch funktioniert. Und jetzt funktioniert es hier nicht mehr, aber unsere Datei, die ist noch drin. 135,2 Kilobyte. Und jetzt, meine Freunde, erstellen wir nochmal das Ganze, Run Docker. Und jetzt sollte es hoffentlich abgespeichert haben. Ja, jetzt ist es drin. Jetzt nutze das richtig als Volume, so wie wir das haben wollen. Genau. Das wäre es dazu gewesen. Und dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende des heutigen Tages. Was ich jetzt Nicht machen schlecht. würde, ich würde nie 8000 nehmen, ich würde beispielsweise dann auf meinen Reverse Proxy gehen und das dann umstellen. Ich habe hier zufällig einen Reverse Proxy, aber das ist eigentlich jetzt egal. Müssen wir jetzt nicht nochmal durchgehen. Wobei kommt hier, ne? etc, caddy, caddy file, habe ich ein bisschen was, meine ganzen Sachen. Ich habe ja auch eine Nextcloud zum Testen, das ist sehr witzig für Linux Arbeitsplatz. Das wäre dann tatsächlich einfach beim caddy, also ohne Spaß, ich kann euch caddy nur empfehlen. Zack. Und wir gehen hier drauf und fügen jetzt hier einmal unseren Namen ein. Ich sage jetzt einfach mal, weil wir es können, Checklist. Ich füge das gleich in unsere etc-host ein. Und dann sage ich hier einmal TLS internal, dass er da nicht versucht, irgendwie was anderes zu holen. Also wir bekommen ein lokales HTTPS-Zertifikat und dann sagen wir einmal Reverse Proxy, glaube ich, nennt sich das. Sagen wir einmal 127 oder Localhost können wir auch eingeben, Localhost. Jetzt gehen wir den Port an, 8000 ist es in dem Fall. Genau, wobei Reverse Proxy schreiben wir zusammen mit einem Unterstrich und dann war es das auch schon. Das war systemctl restart caddy. Ah, abbrechen, sudo ist ein bisschen einfacher. Dann gehen wir nochmal in unsere etc-hosts. Sudo vim etc-hosts. Und dann gehen wir hier. Ja, 127.0.0.1 passt für mich. Wobei ich kurs hier nochmal rein. Kopieren und dann paste. Und dann gehen wir jetzt hier einmal in die Next Cloud. Checklist habe ich es genannt. So, und jetzt haben wir unsere etc-host gesetzt und unseren Caddy so gesagt, dass er unter Checklist hören soll. Und jetzt müssten wir Checklist direkt finden, wenn der Browser mitspielt. Checklist, HTTPS Checklist. Macht das bitte nie selber, so Checklist. Ja, jetzt findet er das unter Checklist. Und jetzt haben wir hier HTTPS am Ende drunter. Disallowed Host, okay. Jetzt müssen wir nochmal bei Allowed Host nachschauen. In den Settings können wir eigentlich direkt nochmal machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der Settings von dem Docker, also jetzt erstmal von dem DB, nee, wo waren wir bei der Checklist?
Demo-Checklist. Hier ist unser Settings-File. Hier haben wir irgendwo unsere Allowed-Hosts. Allowed-Hosts. Und hier, ich glaube, ich war ganz faul. Hier trägt er das entweder ein. Wenn ihr einzeln production-mäßig was macht, dann macht das richtig. Ansonsten, was ich dann immer reinmache, ist die Wildcard mit einem Sternchen, glaube ich. Das reicht sogar schon. Ich schaue nochmal schnell nach, ob das wirklich der Fall ist, ohne dass ich euch hier mit Mist erzähle. Und dann läuft es auch. Event-Management-System, Settings, Allowed Hosts. Genau, ich habe einfach ein Sternchen eingefügt. Fertig. Und dann meckert er dann nicht. Aber was wir jetzt machen sollten, ist ihr Debug auf False zu setzen. Für den, wenn wir wirklich live gehen, sage ich mal. Und dann läuft das. Das mache ich tatsächlich, glaube ich, würde ich im Entry Point jetzt machen. Würde ich einfach sagen, set debug to false. Und dann fügt er uns das hier fast sogar rein, glaube ich. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir können hier in unsere Demo-Checklist, genau, settings.py, sagt er direkt debug gleich true ist gleich debug gleich false. Das sieht schon mal ziemlich gut aus, was er uns hier vorschlägt. Müsste er tatsächlich so schaffen. Also debug gleich true. Da, true. Müsste dann hier immer im Entry Point zu debug gleich false setzen. Das heißt, in der Production setzt er den immer auf False und ansonsten können wir ganz normal bearbeiten mit Debug gleich true. Und wenn ihr es dann doch mal in Production mit Debug anhaben wollt, dann disable die halt eben kurzfristig das. Ist noch nie passiert bei mir. So, okay. Dann würde ich mal sagen, docker rm-f. Hier, da war er doch, hier. Demo-Checklist. Und dann sagen wir nochmal bash run docker sh und dann, wenn wir jetzt keinen Fehler gemacht haben, müsste das jetzt alles so funktionieren, auch mit der richtigen Domain. Genau, und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Damit sind wir eigentlich auch schon durch. So, schauen wir mal. Checklist. Hier haben wir es. Perfekt, funktioniert. Unser Eintrag ist sogar noch gespeichert. Und wenn ich jetzt hier irgendeinen Mist eingebe, dann müsste hier einfach nur Error oder Not Found reinkommen. Also keine Debug-Message mehr, sondern so, ja, nicht gefunden. So soll das sein. Genau, dann sind wir jetzt durch. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich liebe, und das liebe ich an Next, du hast einfach Server Actions. Ja, genau. Ja. Das stimmt. Absolut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen oder einen Überblick bekommen. Na, also Django kann natürlich noch viel, viel mehr und das war jetzt auch ein relativ einfaches Docker-Setup und ihr seht, na, ich habe schon das ein oder andere Docker-Setup gemacht, habe aber trotzdem noch den ein oder anderen Flüchtigkeitsfehler oder blöden Flüchtigkeitsfehler gemacht, weil ich mir gesagt habe, ach, die Abkürzung kann ich nehmen. Nee, kann ich doch nicht. Bei dem Entry-Point jetzt, das war sehr nervig. Ja, ich glaube, ich tue mich mal Webcam-mäßig ein bisschen ändern, so, dann bin ich nicht so in dir. Jetzt sieht es besser aus. Aua. Jetzt sieht es besser aus. Jetzt sieht es besser aus, genau. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Und dann sehen wir uns am nächsten Dienstag wieder und zu einer neuen Fragestunde. Genau. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Heute ein bisschen technischer, bisschen programmiertechnischer geschrieben geworden. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, ja, wozu braucht man das als normaler Nutzer? Gar nicht. Aber außer du willst natürlich ein bisschen technisch dich bewandern, dann ist das cool. Aber sonst ist es so eine Sache, die ich jetzt persönlich gerade relativ häufig mache und von daher wollte ich das einfach mal zeigen, wenn es frisch ist, sage ich mal. Und ich power das jetzt Ganze nochmal hoch, dann könnt ihr das als Vorlage nehmen oder als Beispiel nochmal. Hier muss ich nochmal schauen, ob ich irgendwas drin habe, was ich nicht drin haben möchte. Aber das sieht eigentlich alles gut aus. README, genau hier. Können wir auch sagen, oh, ja, das kann ich hier nicht. Ja, ist gut, ist gut. Ja, das ist immer ein bisschen nervig. Dann mache ich das nochmal gleich offscreen und dann sehen wir da, denke ich, durch. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns am nächsten Dienstag und nicht vergessen, am Samstag, wenn ihr rund um Kiel seid, zum Krypto-Advent gehen. Alle weiteren Infos findet ihr auf kilux.de. Ich werde dort auch sein, leider nicht vor Ort. Aber online werde ich zugeschaltet sein
Und genau, dann tatsächlich ab morgen beginnt der Linux Guides Adventskalender. Holla, Freut euch holla. drauf. Jeden Tag eine neue Distribution und morgen direkt mit dem Knaller. Da wird er euch, denke ich, werdet ihr euch alle, denke ich, freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns allerspätestens morgen im Adventskalender. Am Samstag bei den Keylogs, beziehungsweise beim Krypto-Advent in Kiel. Oder am nächsten Dienstag zur Fragestunde hier. Und dann, ja, macht es gut soweit. Und ja, Hauke, hast du noch was? Ja, bei mir auf der Webseite gibt es ab morgen auch einen Adventskalender. Und naja, also eher so, sieht man noch nicht. Den gibt es wirklich erst morgen. Und da gibt es dann jeden Tag ein Türchen mit so ein paar Linux-Open-Source-Dingen zum Nachlesen, zum Ausprobieren, ein bisschen mit rumspielen. Und ab nächster Woche gibt es bei mir quasi auch was, aber nicht jeden Tag, das ist mir viel zu viel Stress. Ich lasse Ja. das ein bisschen einfacher angehen. Bei mir gibt es Desktop-Wichteln. Ich gucke mir Desktops an, die eher ungewöhnlich sind. Und da gibt es dann auf meinem Kanal insgesamt 6 Videos, wobei es grob gesagt 4 Desktops sind, wobei es von dem einen einen Fork noch dazu gibt, den ich auch nochmal extra zeige. Und beim anderen ist es quasi ein Nachbau, was ein früher mal bekannten Desktop aufgreift und die Mechanik und die Optik so ein bisschen nachbaut. Ja, also das gibt es denn bei mir, weniger zu gucken und ja, mal was anderes. Genau. Mega cool. Freue ich mich drauf. Jo, also macht's gut, guckt irgendwie was, kommt vorbei, wenn ihr aus der Nähe seid und ja, dann bis nächste Woche, bis zu Bis dann. unserer allseits beliebten Fragestunde. Und tschüss. Ciao.